Anders. Und hörst du mich jetzt? Nein. Hörst du mich jetzt? Ja. Jetzt hörst du mich? Ja. Wirklich? Ja. Echt jetzt? Ich lüge dich nur selten an. Ich bin ja gespannt. So, servus, gucken wir mal. Frage Runde Nummer 2, bevor ich jetzt losgehe, könnt ihr mich hören? Man hört dich, aber sehr schlecht. Servus, warum ja. Letzter, egal wie lange es dauert. Aber schlechter Ton. So, jetzt pass auf, wir können den Tonpegel natürlich noch hoch. Ist er jetzt besser? Ist er jetzt besser übersteuert? Also ist er übersteuert oder ist er untersteuert? Wir können das jetzt zusammen alle miteinander einstellen. Ihr seid jetzt dabei, meine Livestream-Einstellungen zu finden. Da habe ich gar kein Problem damit. Nee, viel schlechter. Nur lauter, aber schlechter. Alles klar. Dann machen wir das mal so. Ich kann nämlich auch hier noch was. Okay, ja, das dachte ich mir schon. Deswegen habe ich ja auch vorhin hier rumgespielt. So, und jetzt? Was sagen die Leute jetzt zum Ton? Außer, dass sie hier den Kasten sehen. Wie ist jetzt der Ton, Leute? Ha? Übersteuert von innen. Du hörst dich fast an wie in echt. Also das ist nämlich jetzt eigentlich auch die Einstellung, die ich habe, wenn ich mit dem Mikrofon filme, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich das auf die Schnelle hingekriegt habe. Top. Wahnsinn. Stream kurbelt schon wieder. Kann nicht sein. Die Einstellungen sind top jetzt. Kauf dir bestes Internet, Mensch, hier. Ah, schon besser. Das Bild ist unscharf. Das Bild ist unscharf. Unscharf. Das Bild ist unscharf, weil ich so scharf bin. Warte, ich gehe mich mal kurz fremdschämen. So, wir haben hier, jetzt müsste er mich ja da... Soll ich mal das Bild scharf machen? Warte, das Bild scharf machen noch nicht. Bitte nicht. Bitte lass uns erst noch mal ganz normal den Abend verbringen. Also, wir haben da oben Max, und zwar genau da, den Studelbastler Max. Der ist heute wieder mein Co-Moderator. Das heißt, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt, was ich unbedingt sofort wissen muss, dann wird der Kerl da oben euch unterstützen, dass ich eine am Sack kriege und das dann praktisch Vollgas mitkriege. Ja, da ist er jetzt weg. Wir wollen nämlich auch die perfekte Einstellung finden, weil wir können ja dann hier, wenn wir jetzt da sind, hier die Werkbank schön mitfilmen. Das heißt, wir können natürlich schauen, wo haben wir das beste Kamerabild. Und bevor jetzt die Frage aufkommt, könnt ihr überhaupt den Max hören? Ist natürlich eine gute Frage. Ja, das ist die Frage. Also ich habe mich gerade selbst gehört. Ja, schauen wir mal, ob mein Ton jetzt besser ist, ob ich auch noch abgehakt bin oder ob es wirklich nur an der Kompetenz von Konstantin lag. Schreibt es mal in den Chat. Ich lese es dann. Lies es dann und Kone ich dazu an. Weil ich schieb dich jetzt einfach mal darüber. Ich höre dich jetzt zumindest schon mal besser. Ja, das ist gut. Ich würde jetzt nämlich einfach mal dich daher ankern. Ha, dann bist du hier nämlich in der Ecke. Zack. So, extrem leise. Wer ist extrem leise? Ja, der Studelbastler oder ich? Das ist jetzt schon wieder, jetzt gehen schon wieder die Diskussionen los hier. Jetzt besser. Ton doppelt. Ton doppelt von mir. Oder vom Studelbastler? Studelbastler ist Echo, kann nicht sein. Nein, es kann sein, dass ich ja in der Einstellung was habe. Ja. Weil du hängst es bei mir irgendwie in meinen Kartons rumschleppen. Ja, die Frage ist, ist jetzt besser? Konstantin ist perfekt. So, also ich bin perfekt. Ja. danke. Ich bin perfekt. Damit beende ich den Stream, das wollte ich hören. Verzeih, mach das cool. Wer ich jetzt gerade im Stream gesehen? Was? Oh ja, warte, erste Frage, weil ihr gesehen habt, lange Hose und vor allem die dicken Boots, also hier, die dicken Winterstiefel an. Ich habe vorgeheizt, ich bin ja so kurz nach 7 runter, war hier vorgeheizt und ich habe aufgeheizt gehabt auf 23 Grad, aktuell 18 Grad. Also, ich hab, obwohl ich mich hier befinde, 5 Grad verballert. Unglaublich.
Unglaublich. Ich bin eine Frostbeule vor dem Herrn. Ich sag's euch immer wieder. Ja, was ist jetzt los? Möge der die kroatische Macht mit. Mei, jawohl. Und möge die bavarische Kraft auch mit dir sein. Das haben wir letztens erst gehabt. Ja, sau cool. Bussel geht raus, wie man so schön bei uns sagt. Ist der Ton jetzt von Max schon besser? Das ist die Frage. Der Stodel ist über Lautsprecher anscheinend. Den Max hört man fast nicht. Ja, naja, dann musst du zuhören. Was, der Max, den hört man fast nicht. Na, es kann sein, nein, ich glaube, dass du, dass der Ton von dir direkt ausgegeben wird. Das kann ja sein. So. Was ist da jetzt gewesen? Hat es bimmelt. Ja, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. So. Na, das gibt's nicht. Der Max, über Lautsprecher hört man Max. Bisschen. Herr Restaurier, wann waren Sie das letzte Mal in der Werkstatt, wenn man mal so kommt? Also ich kann frei aussehen, so ist es nicht. Kann man eigentlich mal so, dann sehe ich eigentlich nämlich so ein bisschen so hier dran. In der anderen Kameraperspektive war es besser, da waren wir ungefähr identisch laut. In der anderen, also in der Kamera? Das werden wir gleich sehen, ob ich da so laut bin wie der Konstantin oder ob ich so leise bin. Ich vermute, ich glaube, dass dein Ton irgendwie über ein Mikrofon oder so aufgezeichnet wird. Jetzt pass auf, die Frage ist jetzt noch, könnt ihr mich jetzt noch hören? Der Max kann mich nämlich jetzt nicht mehr hören. Max, sprich mal du was. Ich kann dich schon hören, also ich höre dich über Skype, aber... Oh, das passt ja. Nein, auch nicht. Nein? Ja, also ihr könnt mich noch hören. Weil ich habe jetzt den Max, ich dachte, ich habe den Ton einfach ausgeschaltet. Vielleicht hören wir jetzt den Max nämlich besser. Das ja, ist vielleicht möglich, aber dazu müsste ich aber was sagen und nicht schon wieder am Handy spielen. Ja. Unfassbar. Ja, du musst der ist eine Latenz. Ja, beide. Die Frage ist, ist der Stodelbastler gut oder ist er eher schlecht? Weil das können wir ja jetzt noch einstellen. Konstantin, geh mal mit deinem Mikro näher an die Kamera. Was? Strudel über Lautsprecher, schreibt der Ray. Ah, Max klingt wie aus der Blechdose. Dann bin ich mir sicher, dass der Ton von dir nicht über Skype übertragen wird, sondern praktisch über den Lautsprecher vom Tablet. Was total beschissen hier ist eigentlich. Das ist richtig kacke. Ja. Und das ist aber wirklich, wirklich mega kacke sogar. Und ich kann es null einstellen. Null. Das kann ich echt nirgendwo deaktivieren. Nein, alles an. Ich kann nur mich. Das ist schlecht. Das ist mega schlecht. Mhm. Weil das ist halt echt, ja, Sync Network, ja. Mhm. So, jetzt vielleicht besser. Aber guck mal. Man hört euch. So, ja, ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal weiter, weil diese Fehlersuche, jetzt rauszufinden, woran es liegt, dass du einen schlechten Ton hast, wird echt noch länger dauern, als dass ich jetzt hier rumtue. Den hören wir ja nicht schon mal. Ja, wir können mal gleich anfangen. Ich habe ein paar Pakete, vielleicht ein paar Pakete sogar zu viel gekauft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Habe ich jetzt richtig gezählt? Warte mal, ich kann mir immer zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, passt schon. Sieben Pakete. Da sind die Weihnachtsprojekte drin. Also es kommt wieder so eine Serie, mein Werkzeug. Es wird ein bisschen anders angelehnt als letztes Jahr. Ich werde schon mal keine 24 schaffen, weil ihr seht ja, es ist noch nichts produziert. Es ist also, wird jetzt ziemlich schnell dann gehen. Das ist was ich gekauft habe, wo ihr extrem lange schon nachfragt. Ich sag nur Flachdübelfräse. Und zwar ultimativer Vergleichstest. Ultimativ. Und ein Paket, das ist aber nicht meins.
Ja, von dem Kollegen. Nee, von da. Von dem Kollegen. Vom Anton. Und da habe ich nämlich hier auch noch was. Und da gehen wir jetzt mal hin. Aber gucken wir mal rüber. Ich habe nämlich hier so ein paar, so ein bisschen Briefpost bekommen. Mal gucken. Nee, der Anton hat das Paket vorbeigebracht. Und hat er mir hier ein. Ich hole dich mal ran. Bavarian, stell dich ein. So, eine Frage an euch. Wer kennt oder wer weiß, was das ist? Und der Erste, wohlgemerkt der Erste, der es jetzt schreibt hier in den Chat, dem schenke ich eins. Jetzt bin ich gespannt. Der es weiß. Der Anton darf nicht schreiben. Anton weiß es, ja. Wer weiß, was das... Oh Mann, so kurz. Was das Bavarian Stell dich ein ist. Gemacht von ML Manufaktur und eben Schwabenmurks. Wer kennt's? Der Ray hat schon richtig. Ray hat? Mhm. Ray? Was zinken Fräse schon, ne? Irgendwas, ein Bohrer. Achso, Ray wurde Ray. Ah, Bohrtiefenanschlag einstellbar. Jawohl. Ray hat's gecheckt. Und zwar ist das praktisch das finale Produkt. Das könnt ihr so kaufen. Und zwar sieht das Ganze so. Also ich schneide das bloß kurz an. Ich habe nämlich damals den Prototypen bekommen. Jetzt muss ich dir gucken, wo ich den habe. Und zwar, ich war Versuchskaninchen. Ich habe nämlich hier, das machen wir weg, das schaut furchtbar aus hier. So. Und zwar waren das hier die Prototypen und dann hast du hier deine Bohrer. Na, wo haben wir denn meine Laschen? So, nehmen wir mal einen Holzbohrer und man möge mir es verzeihen, ich habe gerade nicht die Wolfkraft-Teile. Jetzt gehst du her und hast hier 10, 8, 6. Hast du hier auch. Das ist praktisch immer dasselbe, bloß verschiedene Farbmuster. Ich kann euch eigentlich ranzoomen, wieso mache ich das eigentlich nicht? So, jetzt nehmen wir einfach bloß mal als Beispiel den 10er Bohrer. Und dann kannst du hier. Ist das, nee, muss ich den 8er nehmen. Ich trottel ich. Ey, das ist wieder typisch. 10er Bohrer, aber 8er Hülse genommen. Geht schon gut los. Geht schon gut los hier. Du gehst her. Das ist doch der 10er gewesen. Ja, fix nochmal. Bin doch nicht bescheuert. Da war doch der 10er. Ach Mann, ey. Geht schon los hier. Also, dann nehmt ihr, dann könnt ihr den Bohrer praktisch rein. Das ist der Tiefenschlag. Dann könnt ihr hier die Tiefe einstellen. Für alle, die sich jetzt fragen, für was muss ich denn da die Tiefe einstellen? Das ist so die typische Frage, für was muss ich die Tiefe beim Bohrer einstellen? Ja, wenn ihr zwei Bretter miteinander verschrauben wollt, verdübeln wollt, nicht verschrauben wollt, sondern verdübeln wollt, dann braucht ihr irgendwie einen Tiefenanschlag, damit ihr wisst, wie tief dürft ihr ins Brett bohren, ohne dass er durchbohrt. Ja, und dafür ist das Teil an. Das gibt es noch nicht. Das gab es wie nicht. Also der Anton und ich weiß nicht, wie der ML heißt. Marcel irgendwas oder Markus oder wie heißt denn der? Hey! Strudelbastler! Ja? Wie heißt denn der ML? Boah, genau. Mein Gott, für was bist du eigentlich da? Ist ja wurscht. Also, okay, der Matthias dann einfach. Die haben sich das ausgedacht und das ist halt eine super geile Sache, weil man somit ganz einfach auch mit dem, wie heißt denn das Teil? Der Duo-Dübler, der Wolfkraft-Dübler. Auf jeden Fall kannst du, Meister-Dübler, so heißt der, Meister-Dübler. Und mit dem kannst du es dann super einstellen. Also Race Project, du kriegst einen. Ja, Race, du kriegst definitiv einen von diesen Schablonen. Und natürlich einen großen, großen Dank an den Schwabenmurks, an den Anton, weil der hat ja eigentlich so nach dem letzten Stream so ein bisschen die Spendierhosen angehabt, wo für ein fettes Bussel rausgeht, weil dadurch können wir jetzt dann richtig geil löten. Und ich habe zwischenzeitlich schon was anderes gelötet und das sind ein paar geile Sachen dabei dir. Aber zuvor haben wir noch hier einen Umschlag und zwar vom Fabiano Marchese, ein Italiener. Und der hatte mir was gemacht für meine Hobelmaschine. Pass auf,
Wer kennt EK260 noch nicht? EK260B? Ach, steht sie bei dir im Keller? Da steht niemals dein Name drauf. Nie. So. Mal hier, die Absauger noch weg. Wer es noch nicht kennt, fahren wir mal raus. Ja. Schieblade von Leimi. Hier ist immer noch kein Schub drin, weil ich habe immer noch nicht gebaut. Aber. Was machst du denn da? Ja, andere Sachen arbeiten. Mann. So. Daniel beschwert sich immer noch, dass man mich nicht versteht. Ja, kann ich leider heute nicht ändern. Also ich kann es leider nicht ändern, dass man den Strudelbastler nicht versteht. Ich würde ihn gerne ein bisschen runterdämpfen, aber ich kann es nicht. So, red mal du, was ich in dir höre. Ja, jetzt höre ich dich noch ein bisschen. Aber ich kann es leider, ich weiß nicht, warum der Ton vom Strudelbastler nicht ins Mikrofon reingeht. Pass mal auf, ich höre mich jetzt mal selber an. Mach das, hör dich selber an. Und ich mache dabei hier vom Fabiano. Pass auf. Jetzt gucken wir, dass das hier irgendwas drin vergessen hat. Ich habe mich jetzt gerade selber gehört. Also ich bin ein bisschen leiser. Ja, du bist. Ich glaube, du hängst da. Pass auf, die Frage ist, vielleicht bist du. Red mal jetzt was. Ich glaube, dass du über mein Mikrofon mit aufgezeichnet wirst. Deswegen ja. Über dein Mikrofon mit aufgezeichnet, das ist natürlich dann. Deswegen ist es sehr schlecht. Ja. Der Strudelbastler soll dich mal lauter machen mit seinem Laptop, vielleicht wird es dann besser. Nee, wie gesagt, wenn, dann müsste ich das Mikrofon umstellen. Oh, mir juckt der Lusen da hinten. Oh, auf jeden Fall. Lights. Der Fabiano. Schau, was er da geklickt hat. Wer kennt denn? Aloysius. Und Schatz her? Was steht denn da? Mensch, Konstantin! Zefix Luja! Und den dürftet ihr als erstes mal bestimmen. Wo backt man den hin? Backt man den vorne hin auf bayerische Wappen oder schickt man einen Läusel hinten in die Wolken rein? Also das ist jetzt was. Wolken im Himmel, Engel, Aloysius oder vorne. Das. Ja, weil du ein Drum-Depp bist. Tut mir leid, aber kein Mensch macht das. Nur du machst das. So, und dann sehe ich da hinten das Paket Strudelbastler. An den Dreckbaron, besser gesagt. Das machen wir dann auf. Vorne, hinten in die Wolken. Ah, jetzt ist es nur ausgeglichen, oder? Zweimal vorne, zweimal Wolken. Was man sieht noch nicht. Wenn er auf die Wolken ist. Dass da Aloysius in der Wolken drin ist, weil es ist ja die Rückseite. Ja, und das ist, der ist ja frei beweglich, der Hobel. Der Hobel steht ja immer mal wieder mal. Wir könnten aber schauen. Nein, jetzt ich nehme euch mal mit. Und zwar, schaut mal her, die kann die Kamera auch runter nur. Ist ja geil, das in meinem Halter da. Und zwar. Das ist ja dann die Ausgabe hier. Da kommt das Material raus, das seht ihr hier. EK260B. Ja, ja. Schau mal her. Wenn man da hier mal. Dann ist praktisch neben der Maschine. Oder, ich weiß nicht, wie schaut es auf der anderen Seite aus? Da können wir natürlich auch noch schauen. Da, wo das Material drin ist. Das kann man nämlich auch machen. Dass immer, wenn du da mit einem Video bist, praktisch aus dem Video, und dann das Material eingeführt wird, dann hast du hier. Aloysius, sie fix, Luja! Conny? Ja? Diesmal schnell den Chat und die Nachricht vom Herrn Schneider, Daniel, bitte. Daniel. Frickel Dave, Daniel Schneider. Was erwartest du von einem Heimwerker-Stream so schnell? Niemand von. Was von denen preisen? Was? Ja, ich hab's mir auch gedacht. Hä? Nein, pass auf, Ed Frickel Dave, was erwartest du von einem Heimwerker-Stream?
So schnell ist niemand von den Dänepreisen. Hast du uns gerade Preisen genannt? Ja, mir fehlen Worte direkt dafür. Das gibt's doch gar nicht. Also, ist das dein völliger Ernst oder verstehe ich den Sarkasmus nicht? Also, da bin ich kurz davor, dass ich einen Großmeister zitiere. Der Wahnsinn! Will da jemand aus dem Stream geworfen werden, ja? Also, ich bin jetzt einmal dafür, dass wir jetzt den Loisel da umbringen. Und zwar, Alu hält natürlich gut, merke ich schon wieder. Ich habe wieder nicht mitgedacht. So. Dabei stellen wir die Kamera ein. Ein Stockwerk tiefer. Ein Stockwerk tiefer. Egal, welche Ausrede du jetzt bringst und Entschuldigung bringst, Daniel. Das war Eigenmann. Ja, fettes Eigenmann. Wenn du die Story gesehen hast, war da heute ein Haufen Dreck und ja, ich weiß, wo du wohnst. Weißt du es wirklich? Ja. Echt jetzt? Natürlich. Das geht gar nicht. Du, was du immer alles weißt. Also, so leid. Jetzt können wir natürlich, also jetzt brauche ich natürlich dich, Max, dann. Wo soll er hin? Also da Einschub ist schon geil eigentlich. So, da kann man so oft Wolken hersetzen. Und dann da so, das Mensch Konstantin her. Ja, jetzt schauen wir mal, das machen wir jetzt auch. Jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir erst einen Luisel. Jetzt pass auf. Erst machen wir einen Luisel, machen wir außer. Und dann machen wir die Wolke noch hin. So, dann nehmen wir jetzt einen Cutter. Cutter. Cutter mal ran. Mein Mana brauche ich dann! Mein Mana! Das steht da schon bereit, mein Mana! Ein Tipp von mir, was? Ein Tipp von mir, wenn du die Läusel verkleben willst, den Trägerpapier vom Malerkrepp abziehen. Nicht das Malerkrepp vom Trägerpapier, sonst geht der Aufkleber leichter mit. Ja, ist ja logisch, dass ich das Trägerpapier abmache. Glaubst du, ich bin ein Saupreis oder was? Du glaubst, ich bin der Daniel Schneider da oder was? So. Unglaublich wieder, was das da schon wieder für so eine Preisenschau ist bei uns im Chat da. Ist ja unfassbar. Also. Na! Das heißt, Preisen beschimpfen, das geht gar nicht. Schalte Sebastian Zach. Shahi! Der Luisel! Mei! So, netter! Mittig oder da, so in der Schee da hier, hä? Schee mit dem Kopf und dann Einschub. Der schultert dann so schön Affe. Jetzt pass auf. Ja. So machen wir jetzt da hier. Jetzt hoffe ich, dass das Malerkrepp nicht zu stark ist, nicht, dass man dann die ganze schöne Grafik zerhaut. Also der Daniel hat jetzt einen Einfachplatz für drei Auftrag. Ich dachte, die Lieferung reicht, oder? Ja, das passt. Auftrag erteilt, oder wie? So, ich nehme mich noch näher mit ran, weil ihr wollt ja sehen, wie das abzieht da. Wer? Schon wieder? Ja, der Schneider. Hey, Herr Schneider. Man kann keine Auszeit nehmen bei mir im Chat. Das geht auch. Das kann ich mal veranlassen, so 5 Minuten Schweigezeit. Sie fix. Luja, wo sind meine Lederhosen im Chat? Bitte, ihr habt eigene Emojis, die haben die anderen nicht. Schickt sie mal bitte einen Läusel alle. Alle einen Läusel, bitte. Das geht nicht. Alle mal einen Läusel, die Lederhosen, die jetzt im Chat sind. Flott. Das geht ja, also. Das ist ja. Tja, unfassbar! Ja? Nur für Mitglieder, also nur wer Kanalmitglied ist, kann das machen. Alle anderen müssen so granteln, die haben keine Rechte. Und, ja, bis Montag, glaube ich. Was ist? Ich meine ja, wenn man Konstantin als Preis gezeigt hat, dann wird der echt nachher schon gut. Ja, nein, das ist schon gut. Du lässt nicht locker, oder? Das schneidest du nachher nochmal aus. Schaut's mal, Maria.
was soll ich sagen? Ah ja, genau, Kanalmitgliedschaft wäre noch bis zum Montag das Ultraspezel-Paket. Der kriegt noch ein Weihnachtsgeschenk von mir. Ein personalisiertes, persönliches Weihnachtsgeschenk. Ja, jeder. Wer Mitglied macht, macht. Nein, mitwirken darfst du nicht. Nein. Du wolltest schon wieder irgendeinen Dreck schicken. Tipp von mir, Fabiano, kauft einmal Kippmalerkrepp. Das biegt nicht ganz so stark und ist wirklich top. Gesundheit. Doch, das ist Holz und Leder. Holz und Leder ist der Fabiano. So. Und da hängt er schon. Und die Blasen ausdrucken. Haha, der passt ja echt. Also. Schatz, ich mach mal. Ja, mega. Also, so, ich muss unbedingt noch. Fix Luja. Mensch, Konstantin. Also, das kriege ich gerade mega. Jetzt müssen wir schauen. Da so. So, ich will es halt ungern über die Falten drüber tun. Ich glaube, ich mache das da so her und dann die zwei Punkte so. Das machen wir auch. Dann haben wir das da so ein bisschen entkoppelt. Mimi, habt ihr zu mir vorher gesagt. Mimi, habt ihr gesagt. 17 mittlerweile. Die Temperatur fällt. Das ist. Du willst sagen, morgen ist Day after tomorrow. Dann bestimmt nicht. So. Und dann haben wir das da jetzt da so her. So hätte ich es jetzt hergemacht. Ja, aber dann kann ich da schön. Das passt. So gefällt mir das. Heiko W. Ja, wo er recht hat, war er recht. Ist das geil. Also das Mensch kann es nicht. Ich muss sagen, ich habe aber auch gut lackiert, muss man sagen. Also die Wolken schauen schon sehr, sehr gut aus. So. Fix, ja. Geht schon los. Da sind die Punkte. Die Punkte nochmal jetzt nachher. Was ist der Ossi? Wer ist der Ossi? Ist das der Daniel oder was? So. Ist das geil. Ich nehme mich schnell mit, weil das ist so mega stark. Also das ist so mega stark, das passt so gut. Ich freue mich schon aufs erste Video, wo das richtig zur Geltung kommt. Also das ist schon Oberhammer. Ja, schaut gut aus. Mensch, Konstantin! Und wenn du dann sagst, beim Video drehen, so sagst du da, wo du den Einzug hast und hast da den Luise drauf. Mega. Wolltest du nicht eher ein neues Intro machen? Ja, irgendwann mache ich mal bestimmt eins. Ja, hast du ja mal gleich was. Was noch? Was? Was ist jetzt schon wieder los? Ich mach. Wo muss Kamera? Kamera runter. Wer hat meinen Namen falsch geschrieben? Weh! Du spinnst jetzt! Hau ab! Keiner hat meinen Namen jetzt falsch geschrieben, weil dann ist Polen wirklich offen da herin. Ich sehe schon. Daniel?
Daniel, du lebst, also ich weiß nicht, Herr Konstantin, ich wohne genau 10 Kilometer von der Firma Stabil entfernt. Das ist definitiv im Osten. Also, warum sagst du dann zu uns Saupreis? Weil du bist ja das elendige Saupreis dann. Also, eine Herrschaftszeit nochmal. So. Auf jeden Fall, Anton, ja, oh ja, das ist der Preisenspitze. Fabiano, auf jeden Fall, merci dir, Spitze geht auf die. Mm. Geht halt nichts über Spitze. So, und macht haben wir jetzt nichts außer Blödsinn, muss ich sagen. Ja, oh ja, stimmt, eins haben wir noch. Deibak, ich weiß nicht, ob ich das aufmachen soll. Anton, darf ich dieses Paket öffnen? Weil er möchte, dass ich es bei mir öffne. Und ich habe echt Angst, dass ich es bei mir öffne. Weil es ist an den Dreckballon gerichtet. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was da der Anton jetzt gleich dazu sagt. Weil das ist was, da habe ich echt keinen Bock drauf, dass ich dann in dem Dreck da stehe. Nein, Dann mache ich es nicht auf. Dann hast du Pech gehabt. Dann hast du einfach Pech gehabt. Also das ist gut, damit geklärt. Also dann wandert dieses Paket mit zu diesen Paketen, bloß dass ich das nicht auspacke, sondern halt dann... Kannst du mal rascheln, damit ich das höre, was da so drin ist? Welcher Ton ist denn bei dir? Ja, okay, das hört sich jetzt nicht dreckig an. Na, also das hört sich an wie Papier oder sowas. Ja. Die schüttle ich jetzt aber nicht so sehr. Ha? Blackbox, wenn ihr keine Ahnung habt, was Blackbox ist, wenn ich auch noch mal kurz schaue, das letzte Video an von mir, ist nämlich ein fetter Preis. Ein Schleiftitan hat ordentlich zugelegt zu dieser Aktion. Da könnt ihr definitiv fette Preise gewinnen. Wirklich fette Preise. So. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich völlig in die falsche Kamera geguckt habe. Also fette Preise, Amazon und Schleiftitan und Konstantin. Also ich gekauft plus Schleiftitan. Jetzt gucken wir mal rein. Ich sehe lauter Lederhosen. Nein. Schütteln. Nicht schütteln. Was nicht schütteln? Warum nicht schütteln? Jetzt hast du den Mechanismus aktiviert, dass jetzt dann in deiner Werkstatt das Paket explodiert, und zwar wenn das Beam aus ist und du die Werkstatt verlassen hast. Okay. Alles klar, also wir haben alles ausgepackt. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal unser Projekt nämlich weiter aus. Das ist echt schon lang. Ey, das. Oh Mann! So. Da geht's weiter. Das ist Projekt Lampe. Und muss ich mir mal ganz Elektronikkraft raussuchen. Der Anton hat nämlich mega zugeschlagen und hat mir mal so eine Erstausrüstung spendiert. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die hin habe. Alles gut vorbereitet hier, muss ich sagen. Nee. Doch. Hier. Was? Du bist ein Depp. Also wirklich bei dir. Bei dir ist Hopf und Malz, glaube ich, auch schon verloren. Hopf und Malz? Ja. Also. So. Leute. Unglaublich mit dir, es ist unglaublich. Ich verlange jetzt dann Lizenzgebühr, wenn du dieses Bild verwendest. Ja, besser. Du bist echt so.
Pass auf, mir fällt gerade was ein. Eine Idee, jetzt pass auf. Für alle, was haben wir gerade? 40 Zuschauer. Neue Regel, neue Spielregel. Und zwar, wir machen jetzt was aus. Ihr dürft jetzt im Chat 3 Wörter bestimmen. So, jetzt wird es interessant. Ihr dürft 3 Wörter bestimmen. Und zwar mit den 3 Wörtern könnt ihr mich und den Stream jetzt steuern. Beispiel, wenn ich sag, warte mal, mit der Kamera, so. Ich sag Scheiße, als Beispiel, dann müsst ihr in den Chat schreiben, der Max muss mir Bescheid sagen und dann gibt es eine Bestrafung, die ihr dann aussuchen dürft oder arbeite mit verbundener Hände, mit verbundenen Augen, was ich irgendwas, ihr dürft es dann aussuchen. Für, 10 Minuten, eine Viertelstunde, das können wir jetzt alles schnell ausmachen, das machen wir, mir ist gerade eingefallen. Wir interagieren jetzt live, wir machen jetzt wie so eine Live-Interaktionsshow. Also, wer zum Beispiel was? Aber jetzt geht es erstmal darum, bestimmt 3 Wörter. Also fangt an, das erste gemeinsame Wort. Sucht doch mal ein Wort aus, das, wenn ich sage, dann ich bestraft oder halt irgendwas tun muss, also eine Aufgabe erfüllen muss, während ich das hier baue. Also, ich hätte jetzt genau besser definieren sollen. Nomen, bitte Nomen. Oder irgendwas, aber kein, aha nein, ich nicht, also sowas nicht, kommt Slides. Sagst du eigentlich A hin und wieder A mal, also ist, ja. Was? M? Na, Kruzifix. Kruzifix sag ich schon öfter. Zifix, Kruzifix. Ein Spezi trinken, ich gehe gerade auch. So, dann sind die folgenden 5 Minuten vor lauter Rülpse nicht zu verstehen, ja? Siehst, der denkt mit, der Mann, der denkt mit, eine schlechte Bestrafung. Aber das ist wirklich was, das können wir doch mal wirklich probieren. Oh ja, Lampe ist auch gut, was sind da bin ich dafür? Was? Oh ja, Lampe? Lampe. Lampe ist echt mies. Beim Projekt Lampe als Wort so, das ist... Scheiße. Also wer für Lampe ist, schreibt jetzt mal bitte Lampe, dann nehmen wir als erstes Wort das Wort Lampe. Und ich darf dann nicht mehr Lampe sagen. Hey Mann, das wird echt, das wird echt eine Nummer. Nicht mehr Lampe sagen. Ich hab's gesagt, das wird scheiße für dich. Was? Ich hab's gesagt, das wird scheiße für dich. Aber ich hätte gedacht, dass wir das heute schon einbauen können. Dass du das Projekt Max, Lampe, Kabel. Kabel ist auch... Ist halt echt mies, Also, das ist. Ich pack dabei mal aus und ihr sucht dabei die Wörter raus. Max, du kannst dabei ein bisschen kommentieren, damit ich mal mitkriege, was. Ich bin nicht dabei, ich gehe jetzt noch lang. Ja. Ich hab's nicht vor, weil dann kam ich morgen Kopf hier wahrscheinlich. Das Ding ist, muss ich sagen, das hat der Anton mir. Also, ich zeige euch gleich mal alles, was mir der spendiert hat, weil das ist schon ein bisschen gelobt. Der hat mir hier so eine Mikro-Lötkolben geschenkt. Das ist hier, den steckt ganz mal USB an. Habe ich gedacht, das Ding ist so geil, das Ding ist so schnell heiß und du kannst so geil löten damit. Mit dem habe ich schon gelötet, mit denen 2 noch nicht. Wir müssen gucken, ob wir überhaupt löten müssen heute, ich habe keine Ahnung. Dann hier, ich packe auf jeden Fall alles aus, weil ich natürlich... Ich würde ja lachen, wenn mir jetzt dann die Vago-Klemmen entgegenfallen, die ich das letzte Mal nicht gefunden habe. So, nee, das war's. Alles klar, mehr brauche ich nicht. Das ist alles. Das sollte alles gewesen sein. Nein, hier testen wir noch was. Hier so ein Schwamm zum Saubermachen. Genau. So, das tun wir jetzt einfach mal. Was? Also, okay, passt. Erstes Wort, mein, was ist das jetzt hier? Hey, machst du Werbung in eigener Regie oder was? Ich mach Werbung für dich. Wieso? Das hast du gelasert. Ach so, ja, dann ist gut, alles klar. Auf jeden Fall hat aber der Max auch eigene Produkte. Der fängt nämlich gerade an. Darf ich dir schon spoilern? Ja. Der verkauft Handyhüllen in Epoxidharz. So, habe ich gesagt. Damit war's es. Da, Werbung. Alles klar. Auf jeden Fall, Lampe steht. Und zwar, Lampe steht, Bestrafzeit 10 Minuten. 10 Minuten
Ja, die Strafe dürfte sich ausdenken, sobald ich Lampe sage und ich sage los, dann gilt es erst. Jetzt überlegt euch Wort Nummer 2 und ich packe da drüben weiter aus. Also denkt dran, Wort Nummer 2, Lampe zählt noch nicht, es geht noch nicht los. Ihr müsst jetzt die 3 Wörter finden jetzt. Sucht 3 Wörter. Also Lampe, Wort Nummer 1. So, die gute Saskia wird hier verwendet, um den schönen Schwamm zu befeuchten. Sehr schön. Oh ja, hier habe ich einmal gekauft, weil es hat geheißen, ich habe nicht mal Multimeter. Seht ihr? Ich habe mir Multimeter besorgt. Das habe ich mir aber gekauft. Doch, das habe ich mir gekauft. Das Multimeter kommt von mir. So ist nicht. So, jetzt tun wir mal hier das Wechsel. Also das ist wirklich was. Lötkolben habe ich jetzt wirklich en masse. Merci dir, Schwabenmurks. Wirklich fette Aktion gewesen. Auch hier so einen Klemmhalter. Voll geil, da kannst du Kabel nämlich reintun. Das ist was. Fette Aktion. Plus Lötwasser, das kannte ich gar nicht. Das habe ich letztens gebraucht, wie ich dieses Mikro-Lötkolben hatte. Das ist ja mal geil. Also echt. Wenn du so feine Drähte hast, boah, jetzt weiß ich, was der Mäusegaukler gemeint hat. Boah. Lötwasser, kennst du nicht? Nee, ich kenn bloß Lötfett. Nein, das ist Lötwasser. Ich kann es ja sowieso nicht, ich kenne gar nichts vom Elektrobereich. Aber Lötwasser ist, da pinselst du das ein, deine Drähte und die zu belötende Stelle. Und dann zieht sich dieses Zinn brutal hin. Also das ist wie so, wie Staubsauger für das Lötzinn dann. Das ist absolut geil. Also ich weiß nicht, auf was das basiert, aber das ist so geil. Das ist echt geil gewesen. Weil ich dachte mir auch, wow, und auf einmal hast du so eine geile Verbindung hergebracht. Das war schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja. So. Habt ihr jetzt schon das zweite Wort hier mal? Mensch, Leute, wie schaut's aus? Ich guck mal. Ist gleich wie Lötfett. Achso, ja, das gleiche. Also dann, Antwort. Jetzt mal, was ist das zweite Wort? Zweites Wort Kabel. Wie oft kam Kabel vor? Zweimal und eins davon habe ich geschrieben. Okay, also Leute, wir brauchen ein zweites Wort, mit dem ihr mich bestrafen könnt für 10 Minuten, wenn ich es sage. Und dann, wenn ihr das zweite Wort habt, dann können wir bald loslegen. Ich richte aber her. Ich hab gar keine Ahnung, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und wo es und wie weitergeht. Gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz was machen. Speichern. Schön. So Leute, wie schaut's aus? Zweites Wort. Löten, Kabel, Projekt. Anton ist das zweite Wort. Das ist auch gut. Und wenn du in 10 Minuten alle der 3 Wörter verwendest, dann kommt die Multistrafe. Dass der LKW dann nicht zum Daniel fährt. Also, irgendwas, ich höre die Musik, aber ich schicke keine Emoji. Ist natürlich geil. Also, irgendwas war jetzt. Aber ich weiß nicht was, irgendein Abonnent oder sonst, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, es sollte eigentlich einblenden. Aber wenn wirklich, merci vielleicht für Abo, Kanalmitgliedschaft oder sonst was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bauen wir mal weiter. Zweites Wort, Kabel. Ich nehme jetzt einfach Kabel. Kabel ist zwei, dreimal vorkommen. So, also, erstes Wort Lampe, zweites Wort Kabel und jetzt brauchen wir das dritte Wort und jetzt darf ich gut überlegen, was ich als drittes Wort nimm, um mich zu bestrafen, wenn ich es sage. So. Ich kenne ja Konstantin und ich gebe jetzt mal fast Tipp. Hashtag Zipfix, Kurzefix, irgendein Schimpfwort, weil ich weiß ganz genau, dass jetzt gleich wieder flogen wird. Nein, niemals, ich muss halt eigentlich nichts löten, glaube ich. So, die Frage ist, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe echt keine Ahnung. Ist nämlich echt schon Zeit lang her. Also wir haben das Kabel durch, genau. Wir haben das Kabel durch. Das ist das Kabel, was ins Gelenk gehört. Das, was dann hinten daran gehört. So, jetzt ist die Frage, das muss ja irgendwo angeschlossen werden.
Was ist das da? Geht schon wieder los. Hä? Ah, nein! Hä? Hä? Was habe ich denn da gemacht? Ah, jetzt! Ist das da rausgegangen? Keine Ahnung. Keine Ahnung ist echt mies. Davon habe ich so viel. Keine Ahnung. Achso, ich bin im Bild. Also ich bin im Weg. Mach mich mal nach unten rechts. Kriegen wir hin. Hier besser sein, Leute, meinst du? Oder hier? Nee, mach mich mal nach unten rechts, da passt's. Ja. Ja. Na, unten rechts. Das ist unten rechts. Mimi. Wer friert bei 16 Grad in der Werkstatt? Es sind erst 17. Ruhe. Ja. Also pass auf, wir haben das letzte Mal die Einheit hier. Was haben wir hier gemacht? Habe ich da was gelötet? Ich habe doch irgendwas gelötet. Ah, ich habe den Schalter hier eingebaut. Genau, der Schalter funktioniert ja jetzt. Das ist der Drehkippschalter, genau. Ich muss... Wie war das jetzt? Ich habe das... festgeschraubt, weil das ist der impulsgebende Schalter war das, genau. Das war der impulsgebende Schalter. Vom impulsgebenden Schalter, das weiß ich noch, weil da habe ich dich nämlich gedisst als Elektriker, das weiß ich noch gut. Ja, du hast aber einen kurzen in der Hose, also von dem her dachte ich, du bist Elektriker. So, und jedenfalls geht dann das, ach genau, das ist dann das, was ich brauche. Und dann brauche ich ja hier drei. Ist das ein dreisträngiges Kabel? Oh yeah, das ist drei. Genau. Also du bist recht abgeschnitten. Ich habe dich ein bisschen runtergescrollt. Man sieht nicht mehr deinen ganzen... Ja, passt schon. Das meint, sieht das, das reicht. Das ist schon wieder so ein FSK 18 Sender hier. Eieiei. So, wie schaut's aus, Leute? Drittes Wort? Unglaublich! Ich verlange jetzt an echt Lizenzgebühren, wenn du meine Fotos verwendest. Das ist echt nicht so. Glauben, ist das bei Instagram raus? Ich sehe noch gar nicht den Pfeil für weiter oder was? Mann, du bist. Okay, dann mache ich jetzt Werbung für mich selber. Ja. Kein Problem. Ja, ich werde narrisch. Der Kone ist live. Euer Konstantin. Axel, habe die Ehre, grüß dich. Ja, genau, das ist die Handy-Schülle. Die Schülle. Das dritte Wort ist Wort. Nee, ach, Wort. Leute, komm, wir brauchen jetzt ein drittes Wort. Jan, leg los. Wir brauchen ein Wort, das. Wenn ich ein. Dieses Wort, wir haben schon. Das Wort ist Kabel und Lampe. Wenn ich dieses Wort benutze, werde ich 10 Minuten bestraft und die Community darf aussuchen, wie ich bestraft werde, wie die Bestrafung jetzt aussehen muss. Während dem Stream. Also, wir brauchen ein drittes Wort und dann legen wir los. Dann können wir nämlich hier das Arbeiten anfangen. Ich überlege mir dabei, wie ich jetzt hier weiter vorgehe. Das war der Schalter. Schalter geht das Licht an. Also müssen wir heute versuchen, die drei Kabel da hinten ranzubringen. Genau. Das heißt, ich trenne mir das auf, das und mache das. Dann nimm doch einfach Kruzifix. Dann nehmen wir das Kruzifix, weil das sagt, also Kruzifix bzw. C-Fix, weil das ist ein Wort. Oh, na! Doch. Wir nehmen es nur als Wort, wenn jetzt alle sagen, okay, Kruzifix und C-Fix sind dasselbe Wort. Ansonsten möchte ich das Wort bestimmt haben. Weil das ist sonst echt mies. Das ist sonst echt mies, wenn du Kruzifix und C-Fix als ein Wort. Ja. Also Bumm, ich muss weiter. Schönes Frickeln noch. Ja. Oder Zimt. Ich tat's wissen gern. Was ist denn das? Wo kommt denn die Musik her? Irgendjemand abonniert den Kanal wahrscheinlich da gerade fleißig. Ich hab ganz kurz was gesehen. Also war ganz kurz da. Ja, das ist ja genau die Frage. Was war denn wieder ganz kurz da? Das war irgendwas anderes. Also ich hab rot-braun irgendwie sowas gesehen. Rot-braun, das kann die Leber ganz sein. Ich weiß eben nicht, warum wir die Zeit nicht funktionieren. Egal was.
Das haut einfach gerade nicht raus. Ja, Leute, drittes Wort jetzt. Weil ich gerne heute nur die Lampen mal mit Löten anfangen. So. Wie schaut's aus? Was das jetzt war? Das ist was. Kann ja nicht angehen hier. Ja, Conny, Kofix und Zifix ist ein Wort. Echt jetzt? Ja. Leid, hört's halt auf. Das ist nur ein Wort. Nein! So, ich probiere es einmal. Dann müsst ihr mal. Vielleicht kommt es jetzt dann irgendwann anders, ich habe keine Ahnung. Weil steht ja nicht da, was das war. Der Anton fragt, ob du nicht mehr mit ihm redest. Warum? Weiß ich nicht. Das weiß ich doch nicht. Also, ich rede schon mit ihm. Ja, ich ja. Also, das dritte Wort. Oh, Schalter ist auch mies. Nein, Sapralot. Nein. Also dann nehmen wir Cfix, Cfix, Kruzifix ist das dritte Unwort. Ab jetzt zählt, also wenn ich den Satz beendet habe, bitte. Also, nachdem ich dann die Werkbank rangetreten habe, legen wir los und das Wort Lampe, Schalter und Kruzifix, Cfix, alles was halt Cfix, mei, ihr wisst es, was ist. Von mir aus mal sofort in den Chat schreiben, er hat es gesagt, was ich, ihr wisst selber, Hetzen kennt ihr ja alle, das kriegen wir schon hier, also wenn ich los geht, dann geht's los. Also, jetzt müssen wir das mal abisolieren. Ah ja, genau. Das letzte Mal hat sich nämlich auch hier ein Strudelbastler beschwert. Schau her, was das ist. Was habe ich mir gekauft? Zwei kleine? Billig abisoliert sein. Billig? Ach, kleine Zeitenschneider, Entschuldigung. Ja, gibt doch klein. Ja. Billig, billig, billig. Ja? Blöd, Mann, du Blöder, echt. Ja, nichts was Scheiß. Ja? Du hast ja gesagt, kauf dir was Scheiß. Der Timer läuft bei. Hey, was ist das da? Merci, Bier geht raus. Kiche, Kitsch, was? Kisch? Was? Wie heißt jetzt der? Kisch und irgendwas? Hat 3 Euro gespendet. Hey, ja? Ja, vergelt's Gott, danke dir. So, wird der Kosten oder sie? Kirsch Erich. Kirsch Erich. Erich Kirsch. Erich Kirsch, vielen Dank, merci dir für die 3 Euro. So, meine ich. So, jetzt kriegen wir da die Lampen auseinander. Und dann machen wir da mal ein Licht, dass man da ein bisschen was sechs da. So. Was, ob ich was billig und willig? Nein, bin ich nicht. Wie kommt man auf so einen Scheiß? So, ich muss ja abdunkeln, weil das ist voll. Einbilden und willig. So. Warum 8 Minuten? Hä? Der Timer war 10 Minuten, oder? Ja, für was? Nein. 10 Minuten werde ich bestraft dann. Also, das läuft den ganzen Stream jetzt. Ich darf diese Wörter nicht mehr und dann läuft 10 Minuten die Strafe. Nice try. Das ist unglaublich. Der glaubt nein, wenn er auf der Brennsuppe hergeschwommen ist. Wie krieg jetzt ich den Scheiß da? Tipp von euch, wie krieg ich jetzt hier das Kabel am besten abisoliert? Das ist ein textilummanteltes Kabel. Isolierbar und Messer fertig. Ehrlich? Also da hängt ja von mir eh noch Krepp. Oh gut, weil da ist nämlich Krepp drauf. Das ist vom Durchfädel noch. Das müsste dann auch gehen, oder? Könnte auch gehen, ja. Okay, dann Feuer frei. Bang, bang. Oh Mann, mit der klingt ich irgendwie nicht weiter. So, jetzt muss ich da durch. Kabel war ein Wort, oder? Nein! Ja, Konstantin. Ja, dann bitte. Dann jetzt, die erste Bestrafungsrunde, ja. Scheiße.
Ihr wollt jetzt schon wieder Fluch. Schlimme ist, dass ich ja nicht mal fluchen kann, wenn ich. Wäre wieder bestraft. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, Carsten Christi, aber der wie die Bestrafung ausschaut. Also, Leid, Schuss, los. Was muss ich tun? Wie schaut's aus? Kannst du einfach mal deine Pappen halten? Kannst du einfach mal deine Pappen halten und die Kombi. Du bist so blöde Sau, das gibt's gar nicht. Unglaublich, das ist echt unglaublich, was du für blöde Sau bist. Schreibst du, du müsst natürlich dann mehrfach den gleichen Kommentar schreiben, weil sonst ist ja, wenn jeder einen Kommentar hat, ist natürlich blöd. Ihr müsst euch rein. Aber du bist der Master, du darfst dann entscheiden, was die Community gewählt hat. Du darfst die Entscheidung verkünden, weil ich krieg's eh nicht mit, weil ich arbeite. Ah. Oder ich versuch's zu arbeiten. Hä? Du bist so eine Ratte, das ist echt unglaublich. Es ist echt unglaublich. Du bist echt so ein Schwein. Es ist echt unfassbar. Oh mein. Allein, ich bin gespannt, also was habt ihr für Bestrafung ausdenkt? Weil sonst ist es mir der Wurst. Ja. So. Solche Dreckschweine, das gibt's gar nicht. Das. Ja, aber wir müssen mal Entscheidungen treffen, weil sonst sind wir. Schleifst du mal wieder ein bisschen? Ja. Oh mein. Ich bin echt gespannt jetzt da. So. Geh halt jetzt ab da, du Scheißdreck da. Also ich glaube, wenn man Scheißdreck das wollte, nochmal, hey, nö. Ja. Das ist hier. Ja, ich guck mal im Chat, Leute, was ihr so schreibt, weil das interessiert mich natürlich auch, was ihr so von mir wollt. Frag mal den Helmut, was der Dreckbaron für einen Schalk im Nacken hat. Mama Murks ist auch für Fenster auf. Kurze Hose Flippo. Ja Leute, ihr müsst bestimmen und auch, wie gesagt, 10 Minuten ja bloß. Ich brauche Entscheidung. Ich stell schon mal den Timer. Muss ich irgendwo gehen? Hallo, Timer! Ah, hier, Timer. So, 10 Minuten. Oh, eine Sekunde, nee. Also, wir machen ab jetzt Fenster auf. Okay. Voll auf hast du nicht gesagt. Pass auf. Was, ich nehme dich mit. Warte mal, da. Schau. Weil da hängt nämlich das Kabel dran. Fenster ist jetzt auf. So. Hast du gesehen? Ja, das 10 Minuten bei dir, das zieht schön rein. Oh, hör auf, ich merke es ja jetzt schon. Vor allem, ich kann es gar nicht weiter aufmachen, weil ihr seht hier, da steht nämlich das Brett hier alles davor, das ist das Fensterbrett, wo alles draufbaut ist. Also weiter geht's gar nicht auf, sonst müsste ich alles abbauen. Ja. Also, ja. Was? Nein, wann habe ich Kabel gesagt? Was? Da hängt das Kabel davor. So. Scheiße, ja. Da den scheiß Griff da. Wer hat sich da das scheiß Wort ausdenkt? Na dran. Leck mich doch. Also.
Also der Timer läuft, Leute. Für die erste Bestrafung. Fenster auf. Du musst aber sagen, was die Leute geschrieben haben. Weil ja, also ich hab meinen Kommentar schon abgegeben. Derweil die Fachfrage an alle. Sonst seht ihr das ja wieder nicht hier, was ich gerade fabriziere. Und zwar, ich muss diese drei Döngel da hier dran döngeln. Die drei Dinger da, die farbigen. Die da so raus. Die da so rauskommen. Diese umhüllten Fasern aus Metall. Kupferdrähte. Okay, diese ummantelten Kupferdrähte, die hier rauskommen, die möchte ich hier dran. Jetzt ist die Frage, zwick ich hier diese ummantelten Kupferdrähte ab und löte mir das dann dazwischen, damit ich es eben dann diese Platine, wo ja dann der Akku reingesteckt wird, dann da hinten anschließen kann? Oder soll ich es rauslöten? Das ist jetzt die Frage. Also, rauslöten oder abschneiden und praktisch zwischenlöten oder klemmen. Und dann hast du kein schwarzes Kabel. Was? Was? Was habe ich nicht? Kein schwarzes Kabel. Da ist ein schwarzes Ding. Willst du mich jetzt hier austricksen oder was? Mann! Mann, wie eine Kirre hier, Mensch. Schreiben die Leute da. Ich hab's jetzt echt wirklich dreimal gelesen. Ja? Kurze Hose, das wird nix mehr heute. Ich esse dabei einen Schokopudding. Okay. Ja gut, wenn ich jetzt hochgehen muss, verliere ich von der Fensteraufzeit ja schon mal Minuten. Das ist gut. Passt. Warte, stopp. Nee, warte. Nicht stopp. Doch, stopp. Ich kontaktiere doch mal wen, dass der dir was über die Werkstatt redet. Er ist nicht zu Hause. Ist auswärts. Hab dich dir schon aber eingehend erwähnt. Sohnemann zu Hause? Nein, ist beim Freund. Es ist keiner da, sagte ich ja. Allein. Also. Ja, okay, dann warten wir noch, bis der Timer abgelaufen ist, würde ich sagen. Ja. Dann gehst du mal kurz. Ja, der Timer läuft aber jetzt für die zweite Strafe. Es ist ja praktisch, es hängt sich ja nicht auf, sondern es hängt ja bloß wieder neue 10 Minuten dran. Er ist praktisch neu gestartet. Das heißt, dann ist die Strafe wieder vorbei. Dann darf ich die kurze wieder ausziehen. Ja, ja. Okay, ihr könnt euch ja dabei was anderes überlegen. Mann, es wird echt kalt hier. Boah. Also, rauslöten oder abschneiden. Das ist hier die Frage. Jo. Also, löten wir es raus oder schneiden wir es ab? Ich bin am Überlegen, ob ich irgendwie Verbinder oder sowas habe. Ich weiß gar nicht, ob ich da was habe. Weil ich dachte mir ja auch, ich habe mal Vago-Klemmen gehabt. Ah, hier. Lüsternde Klemmen habe ich. Lüsternde Klemmen, wo man hier diesen Kupferdraht einspannt. Ich will diese. Du bist ein Arsch. Also ich will die drei hier durchtrennen und dann hier eben verbinden. Jetzt die Frage, einfach abziehen, Kabelenden drauf und dann wissen die Dinger. Aderendhülsen drauf, dann können wir loslegen. Das war jetzt auch, ich zwick das jetzt einfach durch. Da habe ich keinen Bock drauf, dass ich jetzt ewig rum experimentiere und überlege. Es wird jetzt einfach schnipp, schnapp, Zipfel ab. 1, 2, 3, so.
Weiß ich nicht, ich kann es echt nicht sagen. Das müsst ihr jetzt ihr sagen. Ja, dann. Ja, dann Leute, was ist jetzt? Ihr habt 4 Minuten Zeit, bevor die ersten Strafen auslaufen. Ich wollte ja sagen, das ist das beschissenste Wort noch. Also nach dem anderen Wort, was ich mir echt so oft jetzt verkniffen habe, ist das beschissenste Wort. Wer hatte denn die Idee? Okay, dann. Ja. Strafe, Community, bitte. Strafe. Schießt los. Ihr macht mich fertig, wisst ihr das eigentlich? Also. Ich sag mal wieder nichts, ich hab bloß meinen Kommentar abgegeben. Ja, oh, super, weil das besser ist. Anton ist geil? Ja, der Kommentar vom Anton. Achso, der Kommentar vom Anton ist geil, jetzt. Ja, Anton ist auch cool, ist okay. Anton ist mega geil. Laufender Meter, aber dafür ein Breitbiermeter. Also, er ist praktisch ein Kubik, Meter mal Meter mal Meter. Sascha, Arbeitsschutz beim Konstantin. Hallo, der Popel doch Strom um und an. Warte. Ja. Stahlkappe. Sogar Stahlkappe. Ihr könnt ja Aderenthülse auf Facebook, oder? Die Aderenthülse, ja. Vielen Dank, Gordon. Mal schauen, ob der Chat das auch irgendwann anzeigt. Aber da ihr seid ein super Moderator, vielen Dank, Gordon. Gruß geht raus oder Bussel geht raus. So, und weil was? Ein Stuhl. Ah, jetzt bin ich gespannt. Geräusch ist da, sagen wir wieder nichts. Katastrophe. Ja, das will ich mal rausfinden, woran das liegt, dass das nicht gescheit geht. Nein, also das ist keine Strafe für ihn. Das hat er schon mal gemacht. Eine Woche kein. Hey, was ist denn los? Der Schwabenburg ist glaube ich, gerade ein bisschen sauer, weil man gesagt hat, er ist gerade ein wenig sauer, der macht gerade einen Berg auf. Weil er. Der ist noch viel gemeiner als ich, weißt du schon? Oh Mann, ich bin da wieder ein Buhmann, ich sehe schon. Also, es kommen die Kommentare. Ja? Ihr seid echt Schweine. -4,5. Und farbenblind, oder? Ja, genau. Also aus der Nummer. Ihr seid echt Schweine. Also das. Ja, ich war. Das wäre Bestrafung für meinen Geldbeutel, sonst schon nichts. Sonst schon nichts. Das macht doch nichts. So, wir könnten eigentlich mal hier gucken, ob ich das da so hoch tue. Dann habe ich von oben so die komplette Übersicht, die totale. Dann seht ihr mich und was ich hier treibe. Oder ist eher schlecht? Ist das besser? Das ist so. Gibt es schon eine Bestrafung jetzt, oder? Haben die Leute keine Lust mehr, mich zu bestrafen? Du bist. Ja, das könnt ihr nicht nachvollziehen. Das ist also eine 10-Minuten-Strafe, von dem her. Die Regeln sind noch nicht ganz klar, ich merke schon. Es ist zu neu, dieses Prinzip. Was hat der bayerische Spargel gesagt? Meint er dich oder meint er mich? Der bayerische Spargel? Ja, Spargel. Ich glaube, der meint dich. Wer war das? Ja, eine Portion, also der Spargel. Oh, Anton, Mensch. Spusel, das war doch bloß Spaß. Mensch, die Schwaben, die verstehen ja wieder keinen Spaß. Ja, so weil sie euch dann auch so geizig waren bei den größten Verkaufen, bei Jüngerkennern wie Alex. Das ist ein Süß. Ich bin ja voll in Fahrt, ich bin halt drauf.
Ich muss sagen, das ist der Timer. Ich darf das Fenster wieder zumachen und ich bin echt gespannt, wie kalt das jetzt ist. Ey, 16 Grad, ihr seid echt Schweine, Mensch. Boah. Ja, dann machen wir das Fenster gleich. Was, das ist die nächste Bestrafung, das Fenster nochmal auf. Verarscht mich doch jetzt, oder? Leute, das Fenster ist jetzt zu. Den hier. Oh mei, oh mei. So. Ja, sie schreibt immer noch Brille. Echt jetzt? Ja. Ja, wenn die Brille runter ist, dann machen wir 10 Minuten ohne Brille. Ich bin echt gespannt. Ich bin nämlich gerade am Krimpen. Alles klar. Also, ab jetzt. Soll ich 10-Minuten-Timer machen? Der 10-Minuten-Timer ist an. Pass auf. Also, hier, Brille ist hier unten. Du musst mir bloß sagen, wo die Brille liegt. Hey, ihr seid echt. Ich kann nicht mal den Monitor umschalten. Warte. So, jetzt, oh Mann, ich zeige euch mal, ach ich kann jetzt, ich verhehle jetzt sonst einfach nicht scharf, ne? 70 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt und du geboren in der Landeshauptstadt. Ey Mann, ich hasse euch so. So, erstmal hier. Wir machen jetzt das... Gelbe Ding da? Es geht schon los! Ist es gelb? Siehst du das Kabel? Das könnte für uns ist das gelb. Okay, pass auf. Also ich isoliere das jetzt mal ab, das gelbe Ding. Ja, ein bisschen zoomen. Oder ein bisschen nur noch. Ja, aber es ist scharf. Ja, vielleicht wird es gleich scharf. Ja, ihr leidet mit mir. Habt das davon. Jetzt besser? Ah, jetzt Bildschirm. Jetzt besser? Warte. Ja! Ah, also dann. Geht doch. Mann, oh, wenn ihr jetzt wieder wisst, welches Quadrat ich für das doofe Ding genommen habe. Steht das da, ne? Was ist das? Was? Das ist. Ich glaube, dass das hier das die Grauen sind, oder? So ein blöder Hammel. Der blöde Saupreis. Mann, ich sehe gar nicht mehr. Weißt du, das Problem ist, ich sehe gar nicht mehr dieses scheiß Loch da drin, wo ich dann das Ding dann da rein muss, dass das dann. Meine Fresse! Das ist. Jungs, der Entscheidung war gut. Niemand war echt gut. 75 oder 1, ja. Hey, ich muss. Ey, Mann, schaut mal her, wie ich da drauf hänge. Ich hänge so dran. Dass ich das scheiß Loch da finde. Der Arbeitsschutz, wer war das, der Sascha? Der denkt an mich, weil ich, wenn mir das Ding ins Auge krimpt, dann ist es vorbei. Also. Ey, Mann! Ja, yeah, geschafft! So, dann Nummer 2. Hey, ich könnte eigentlich mal versuchen, die Kamera runter, damit wir mal sehen, wie man dumm mein Gesicht dabei aussieht. Das ist bestimmt interessant. Damit wir mal sehen, was ich für eine Visage ziehe, wenn ich da reinschielen muss. Du musst mir sagen, ob die Kamera passt. Also, weil ich sehe natürlich zum Monitor schon lange nicht mehr hin. Hallo? Herr Studelbastler? Sieht man mich jetzt schön, also, oder die Werkbank? Wer? Der Ray. Ja, Ray kann sagen, der hat was gewonnen und jetzt versuche ich, muss ohne Brille versuchen, diese, jetzt hätte ich beinahe gesagt, diese Dinge unter Bestrafung aufzukrimpen. Oh, hey Mann, ich hasse euch dermaßen, das gibt's gar nicht. So, ich glaube, das war Nummer 2. Was macht der Chat eigentlich, Max? Ja, ich sage, ihr könnt danach echt nichts mehr hören, weil ich nur am Rülpsen bin, wie es der Mäusegaukel schon gesagt hat.
Ich sag mal so, geplant hat es. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich glaube, die sind hier gerade am Zugucken und gemütlich einen wegkippen. Aber gemütlich. Aber. Du glaubst doch nicht ehrlich, dass ich halt nur mal bestraft wäre, oder? So. So, ich habe diese drei Dinger jetzt gekrümmt. So, und die habe ich auch. Und jetzt kann ich sie mit der Lüsterklemme verschrauben. So, die drei Dinger, bevor ich es wieder falsch sage. So, dann brauchen wir hier. Ja, ist der richtige Schraubenzieher. So. Du hast noch 4 Minuten. 4 Minuten nur noch? Ach, Gott sei Dank. Ja. Das stimmt, ja, der Timer passt. Weil jetzt wird's interessant. Lüsterklemme. 1, 2, 3. Polizei. So. So wie es beim Proofwood in seine Videos gelernt hat, immer schön knapp halten hier. Also man merkt, dass ich einfach ein Gefühl habe, weil mit Tasten komme ich echt weit, aber mit Augenvideoen vom Augenzaumkneifen. Himmelarsch. Boah, sie hat beide geflucht auch noch, hey. Nice try, nein. Ich sag's nicht. Sehr gut. Solange sie mir nicht schreibt, hier, setz deine Brille auf. Mach keinen Scheiß. So, also, jetzt haben wir hier auch die Verbindung zur Platine. Das heißt Platine, jetzt müssen wir sich merken. Max, da brauche ich dich dann. Und zwar geht es jetzt darum, Leute, wir müssen natürlich die Kabel. Das geht so nicht. Wer war das? Wer hat sich dieses Scheißwort ausgedacht, Mann? Ja, überlegt euch was und ich erkläre dabei, was wir weitermachen. Das ist unfassbar. Überlegt sich dabei was. Mann, oh Mann. Also, ich versuche es nochmal zu erklären. Wir müssen diese drei Kupferdrähte, die jetzt umwandelt sind und eine Art Endhülse haben, beschriften. Und zwar mit den Ausgängen, wie sie hier von der Platine kommen, damit ich die dann hinten wieder richtig an der Platine mit der Farbe zuordnen kann. Bedeutet, Max, du verstehst gleich, was ich meine, oder? Dass ich. Ja, wieder genau, also pass auf. Welche Farben siehst du? Weil ich sehe ja sowieso gerade echt nichts. Also, welche Farben haben die K? Die K habe ich bloß gesagt, nur die K, ich habe es nicht ausgesprochen. Das ist ja schwarz, oder? Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht grün oder so. Warte mal, ich kann noch mal das Licht noch mit hernehmen. Ja, mach mal bitte. Die Kapoka möchte deine E-Mail-Adresse. Ja, ich weiß nicht, wer Kapoka ist. Ja, möchte deine E-Mail-Adresse. Ja, kann ich gleich einblenden, aber jetzt muss ich erstmal hier. Siehst du, jetzt guck mal auf die. Nee, ich sehe, es ist vom totalen Überblick. Achso, ja, dann tue ich wieder weg. Sag er das. Es ist praktisch. Es ist rot, ich hätte braun gesagt. Grün, braun, schwarz. Kannst du mir auf Instagram ein Foto schicken? Warte mal. Hock dein Pult wieder ab. Schau mal, siehst du es da besser? Da ist ja anders Licht. Dann müsst ihr aber jetzt erst heimkommen. Jetzt guck doch mal die Kabel an, wie lange soll das erhalten, oh Mensch? So. Es ist grün, braun, schwarz,
Alles gut, also haben wir das jetzt geklärt, dann kann ich nämlich jetzt. Blau ist nicht. Blau da die Seng. So, wann sind jetzt die Minuten um? So, jetzt ist der umgeschaltet. Also, wir legen fest. Ich habe hier Farben Blau, für mich Rot und Gelb. Danach machen wir, damit es vom Kontrast her gleich ist. Das schwarze etwas machen wir gerne Blau. Bitte sag mir eins. Zwei oder drei? Was ist schwarz? Eins, zwei oder drei? Eins ist schwarz, alles klar. Also dann wird das Blaue. Oh, danke. Wo ist sie? Da. Mann! Die schlimmste Bestrafung von allen bisher. Also wirklich. So. Also, es steht, glaube ich, noch eine Bestrafung aus, oder? Ja, genau, ist hoffentlich schon unterwegs. Oh nein, die Zeit rennt aber schon. Also, die 10 Minuten sind schon an. Ja, dann macht er einmal das Fenster auf, weil du hast in der Zwischenzeit nämlich schon wieder Kabel gesagt. Nein, einmal. Nein. Doch, wann habe ich denn nochmal gesagt jetzt? Gibt's nicht. No way. No way. Das ist Fake News. Ja, der Anton ist bloß beleidigt, weil man vorhin ein Kubikmeter genannt hat. Der laufende Kubikmeter. So, ein Problem haben wir jetzt. Ich habe dir vorhin 1, 2, 3 gesagt. Weißt du die Farben noch auswendig, was 2 und 3 waren? Blau war schwarz, hast du gesagt. Blau habe ich doch gesagt. Also du sagtest, links 1 war schwarz. Dann habe ich gesagt, das machen wir mal blau, weil es vom Kontrast beides dunkel ist. Dann. In der Mitte. Ich nehme es rot in die Mitte. Rot in die Mitte. Merkt ihr das? Ja, rot in die Mitte, ja. Das weiß ich nicht. Wir müssen es halt später einfach wieder zusammenbringen. Das ist das Wichtige. So, wie ist eigentlich die Kameraeinstellung gerade? So? Ja, ich könnte echt mal hier ein bisschen mehr so wieder aufs Projekt gehen. Oh, man sollte verriegeln. So, dann sieht man hier ein bisschen besser, was ich tue, nicht so mein Doppelkinn. Und dann ist gelb ist dann. Die Farbe, das ist hier das Grau oder was das war. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Oder Grün, ich weiß nicht. Ich weiß. Hä? Ja, es kann ja sein, dass es hier Kameraeinstellung ist, dass es so Blaustich hat oder sowas. Auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Warum darf ich nicht fluchen, Mann? Das nervt mir ja noch mehr als alles andere gerade schon wieder. Das an dem, was ich gerade baue. Meine Fresse! Geh jetzt ein. Was? Farbenblind, ja. Das andere hat er nur erschwert noch. Ich konnte die Farbe nicht erkennen und nicht, was es ist. So, jetzt haben wir das verbunden miteinander. Und jetzt müssen wir hier die zwei Kabel noch verbinden. Meine Frau schreibt. Hoffentlich schreibt sie, ich bin nicht zu Hause. Eins. Sie darf auch den Stream sprengen, wenn sie ordentlich gekleidet ist. Kommt die jetzt echt? Unser Telefonat von gestern? Oh ja, das, ja genau, ja. Dann ist der Stream sofort beendet.
Mann, wieso geht denn der Scheißdreck da nicht? Nein, was ist denn da schon wieder los? So. Ja. Jetzt geht es darum, wir müssen das wieder hier verbinden. Habe ich da, genau da ist meine. Warte, ich stell die Kamera um. Du bist ein Arschloch. Sie hast du nicht erlassen, oder wie? Hast du bloß die Hose vorbeigeschickt, aber nicht die Frau, oder was? Sie geht wieder hoch. Ernsthaft? Jogginghosen im Livestream? Also, pass auf. Es läuft noch, der Timer. Ich bin ja fair. Der Timer läuft noch. 4 Minuten 45, soll ich mich jetzt noch wegen 4 Minuten 45 reinquellen? Nein, du machst jetzt nur mehr 4 Minuten 45 das Fenster. Oh. Mein Gott, echt. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört, wenn ich flüste. Ja, man hört dich. Das ist mein Gott, der habe ich gehört. So, machen wir hier weiter. Warum, was schreiben sie denn? Du sagst gleich, was sie schreiben, Mensch. Ich krieg das gar nicht mit. Muss ich mal selber lesen. Warum benutzt du keine Vago-Klemme? Weil es einfach nicht fit. Genau, das ist ein guter Grund. Weil ich nämlich schon fünfmal dachte, mir welche gekauft. Und ich dann letztens sogar im Fachmarkt stand und dachte mir, jawohl, kaufst du? Nee, hast du ja. Bis ich vergessen habe, nee, die hast du doch nicht. Also, ja, deswegen. Und deswegen nehme ich... Was habt ihr denn? Warum benutzt keiner? Aber Dennis Dienst, du hast recht, also die Vago-Klemmen wären viel, viel effektiver hier gewesen. Mei, hilft nichts. Auf jeden Fall haben wir, was haben wir noch? Mäusegacker, die Vago-Klemmen hat der Dreckbaron bestimmt mit dem wahnsinnigen Mikro. Das könnte sein! Ah, ja, nö, hab ich selber. Ja? Ich hab's beim Schwiegervater klar. Besser kurze Hose als eine Woche kein Leberkäse und Spezi. Definitiv. Ich muss sagen, ich habe heute das erste Mal Leberkäse gehabt seit bestimmt eineinhalb Woche oder so. Bin nicht dazugekommen. Oh. Maxi, kann mich nicht konzentrieren, wenn du mir immer solche Bilder in den Kopf setzt hier. Arbeiten. Bin schon dabei. Ja. Bin schon dabei, so. Sehe ich gerade erst, man sieht ja hier, ach, mache ich hier gerade Film oder was? Ich habe auf Aufnahme gedrückt, habe das also jetzt praktisch in der Kamera noch mit aufgezeichnet. Das ist natürlich so das Schlechteste vom Schlechtesten. Ah ja, genau. Nee, es ist wärmer geworden, 17,4 Grad. Das heißt, es macht mich recht hitzig, dieser Livestream. Er schlägt ein bisschen aufs Gemüt, würde ich so sagen. Aufs Gemüt? Ja. Ihr seid alle so wunderbare Menschen. Wunderbare Menschen. Und ich liebe jeden einzelnen meiner Abonnenten, wirklich. Auch wenn sie so was mit mir machen, weil ich tue es ja gerne. Und es ist ja noch nichts Schlimmes. Es ist ja alles noch im humanen Bereich. Die Acer-Fahrer ist gerade auf dem Weg nach Regensburg, weil sie gehört hier mit einem Hosenwechsel statt. Deswegen hat das Blaulicht auf der Autobahn informiert. Schau, geht schon weg, krank. Mann. So, ja. Was schreiben die Leute so, Max? Erzähl mal. Oder erzähl du was?
Oh Mann, 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 ich bin jetzt hier am Abisolieren. Das ist einfach unheimlich spannendes Thema, muss ich sagen. Also die Leute sind unheimlich gespannt. Ich kann natürlich nicht. Oh. On the road again. Ach ja, genau, irgendjemand hat da vorhin geschrieben, er wollte eine E-Mail haben, oder? Da war doch jemand, wer war denn das hier? Genau. Was? Stream hängt? Ich bin noch safe. Aber ich habe keine Maus mehr. Hallo, Maus? Ich glaube, die Batterie von meiner Maus ist tot. Ja, das ist ja scheiße. So, jetzt bin ich gespannt hier. Also ich bin noch live. So, hallo, grüß euch. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich wollte gerade, was war ich, was wollte ich gucken? Genau, wegen E-Mail-Adresse. Noch alle Finger dran? Ja, Daniel Schneider, noch alle Finger dran. Was war? Was deins war's? Was war jetzt das mit E-Mail-Adresse? Wer wollte E-Mail-Adresse? Oh, Fenster zu hier. Okay, passt. Das stört mich da nicht. Auf jeden Fall, ich muss mal schnell die Batterie tauschen, weil hier echt, das ist echt mistig, wenn die Batterie leer ist von der Maus. So. Bin gleich wieder da. Ja, kannst du mir mal gucken, was hier, wer, E-Mail, ach da, weiß jemand die E-Mail von Konstantin? Ah, hier, pass auf. Jetzt, E-Mail-Adresse, kann ich irgendwo einblenden. Wo ist die E-Mail-Adresse? Hallo, da, E-Mail für den Herrn Kapoka, keine Ahnung. Kapoka, hier, E-Mail-Adresse, was macht denn er jetzt hier? Er zerlegt hier den ganzen Stream. Ja, wir gucken, keine Ahnung, was der Herr Stuttelbastler macht. Wir sind dabei alleine auf uns gestellt. Also ihr könnt fleißig kommentieren. Ray S. Habe die Ehre. Wir müssen das hier mal schnell ausmachen hier. Weil sonst. So, Ray, habe die Ehre. Das ist die E-Mail-Adresse für Capture. Falls ihr später nochmal kommt, einfach schreiben. Ja, mein Moderator ist gerade raus, warum immer. Der hat das Problem mit seinem Laptop und ich muss sagen, ihr bestraft mich heute wirklich sehr. Weil wir haben. Ja, danke für, ich weiß nicht was. Das funktioniert. Also danke, Abo, Sub oder sowas. Ihr könnt mich heute bestrafen. Und zwar, wenn ich drei bestimmte Wörter verwende. Die Wörter schreibt jetzt am besten in die Kommentare, welche Wörter ich nicht verwenden darf. Und dann dürft ihr euch 10 Minuten eine Bestrafung für mich ausdenken. Aktuell war es so, ich musste 10 Minuten ohne Brille arbeiten, bei minus 4,5 Dioptrien. Was war noch? Was war die andere? Fenster auf, genau. Fenster auf war die andere Bestrafung. Dreck vom Dreckbaron in der Leitung. Läuft noch, jawohl. Auf jeden Fall switchen wir jetzt wieder rüber und machen hier weiter. Ah. Kommt er jetzt wieder, oder was? Erneut verbinden, ja. Mach doch hier. Hallo. Bist du jetzt wieder da? LAN ist tot. Also ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Dieser Max. Nee. So, auf jeden Fall. Oh, das wäre ja auch was für mich ohne Brille. Ray, ich hoffe doch nicht. War echt gerade so lustig. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal hier das Kabel an. Und zwar isolieren wir sich das jetzt da so ab. Wir müssen das aber hier befestigen. Das war ein guter Tipp von Max. Weil das nämlich vorher echt angeklebt ist. Das war nicht lustig. Hält das nämlich hier gut fest. Ihr könnt, genau, falls ihr wissen wollt, was hier diese blauen Lederhosen bedeuten. Ah, der Moderator wieder. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Sollte wieder gehen. Ja, ich sehe vor Markkreissäge. Vor Markkreissäge?
Ja, aber dich sieht man jetzt ganz schlecht im Bild. Also, warte, ich muss dich dann hier neu positionieren. Du hockst schlecht vor der Kamera. Ja. So ist gut. Und dein Ton ist auch recht leise jetzt. Mein Ton ist recht leise jetzt. Ja. Auf jeden Fall, du bist ja da. Ich habe gerade gesagt, was war hier? Warum schreibt er schon wieder dieses böse Wort? Ist besser? Die Frau Stodelbaster hat gerade das WLAN durchgeschnitten. Ist halt echt mies. Ist halt echt miese. Der Chlorstudelbastler. Ja, also Max, wir sind jetzt dran, hier das noch zu abisolieren. Und ich habe den Leuten gerade erklärt, welche Wörter man nicht verwenden darf. Du darfst nur mal sagen, welche Wörter ich nicht verwenden darf. Dass sie nein, du darfst einmal das ganze System und ich isoliere hier schnell dieses Ding ab. Was? Deine Wand hinter dir. Ja, das darf ich doch nicht sagen. Du sollst es doch jetzt erklären, Mensch. Für die Leute. Ich soll es erklären. Ja, ich darf es ja nicht sagen, Mensch. Du bist der Arschloch, echt. Ich muss sagen, der bayerische Defiliermarsch hat dich unterbrochen. Ja. Sau. Ja. Also Kabel, Lampe, Kruzifix oder Kruzifix darf man nicht sagen. Ansonsten dürft ihr. Ansonsten zieht eine Strafe. In 10 Minuten Annahme. Die entscheiden wir im Stream gemeinsam. Ich gebe meinen Kommentar dazu ab. Ich bin natürlich der gemeinste von allen. Du bist der Sau und bist du. Ah ja, du bist so ein richtiger Sauhund. Ey, du bist eigentlich da nicht mehr zum Singen, jetzt kommst du mir erst. Ja, jetzt. Da. Ich mach jetzt mal da so her. Zack. Gut, ja, also du bist echt ein Sauhund. Also die Regel an sich finde ich nicht schlecht, weil das kann man natürlich dieses ganze Spiel noch weiter treiben, dass man damit eine richtige Community-Aktion oder Interaktion macht. Und das finde ich echt spannend. Die Bestrafung ist eigentlich nur einfach der Unterhaltungswert für euch. Wenn mal nachher mein Ton weg sein sollte und das andere Kamerabild, also dieses Kamerabild weg ist, dann muss ich mit dem Scheiß einfach, dann ist der Akku tot. Ich habe da keinen Wechselakku und ich kann es dann noch nicht bestromen, weil mir ein Kabel fehlt. Das heißt, ich glaube, 3 Stunden geht und also wir haben gerade 2 Stunden, ist dann voll. Also lang wird es nicht mehr gehen. Also 11 Uhr sowas wird wahrscheinlich in der Stream einfach dann tot sein. Aber vielleicht siehst du ja dann so ein Kamerasignal blinken oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht ist dann irgendwas da, was man sehen könnte. Genau. Sollte. Wenn wirklich, machen wir dann mit einer Kamera noch fertig und dann war's das. Ja. Wichtig ist, dass ich jetzt erst einmal ihr die Funktion wieder hinkriege. Was denn? Was? Was? Du hast das Kabel noch nicht da. Alter! Fick dich! Du. Wer war's? Schwabenmurks! Der hört doch, der hockt doch nur da mit einem Zähler. Wann hat er Kabel gesagt? Und da! Ich kann nicht mal fluchen! Also. Ja, genau. Such dir Strafe aus. Strafe liegt hinter dir. Die Lederhose jetzt anziehen, oder was? Ja. Ihr seid solche Schweine, echt. Hast du schon wieder Kabel gesagt? Ja, sind ja dann 20 Minuten für die Hose. So, ich schalte den Timer gleich ein. Oh, warte, schau. Warte, der Kameraalarm geht aus. Ich muss jetzt mal in meine Werkstatt, weil das sagt mir gerade, gleich geht der Alarm los. Das wäre jetzt schlecht. So. Einmal Lampe und 14 Mal Kabel.
Wer hat das gesagt? So. Ich hab ein E-Mail. Was? Nur mit der Hand arbeiten. Wie nur mit der Hand arbeiten? Was ist das denn sonst? Also, Timer mache ich jetzt 20 Minuten und dann 20 Minuten. Wieso geht das nicht? Ah, hier. Boah, hey, hört mir auf. Ihr seid doch echt die miesesten Schweine, die ich kenne. Also jetzt für euch einmal umziehen. Ihr seid echt Schweine. Ihr wisst es, ihr seid echt Schweine. Ich weiß nicht mal, was ich für eine Unterhose anhabe. Ah, gut. Ist eine anständige. Ah, warte, Mist, verdammt. Mikrofonkabel. Hast du noch Ton? Jetzt weiß ich, wie sie die beim Film immer fühlen, wenn sie dann immer mit diesem Ding rumrennen. Vom Ton. Ah. Ist doch mir egal. So. Ja. Ist keine echte Lederhosen gerade, deswegen habe ich eine an. Alles klar. Wunderbar, bitteschön. Da ist eine 20 Minuten Bestrafung. Was? Euer mit OIA. Ja, aber nur wenn es deine Frau schreibt. So. Wo sind die Sicherheit-Flipflops? Welche Sicherheit-Flipflops? Bin doch überall die Einzige. Ah, ich muss sagen, zwickt hier. Mensch. So, damit ihr auch seht, dass ich hier die kurze Hose anhabe. Weiter hier. Genau, jetzt müssen wir, hier müssen wir noch enthüllen. Aufpressen. Sagt man eigentlich pressen, quetschen? Was sagt man dazu? Quetschen. Quetschen. Oh mein. Was machst du? Schickst du das jetzt am Starringer? Alter, du kennst mich zu gut. Hast echt gemacht, oder was? Bin gerade dabei, ja. Schenk's ja mal, was gescheit. Oh mein. So. Oh, du schreibst nicht der Marie und der Caro ins, oder? Du bist echt. Also, falls Maria und Caro wirklich es wagen sollten, in diesen Chat jetzt zu kommen auf YouTube und sollten sich zu erkennen geben, ja dann, sapralot, dann hast du es geschafft. Dann ist es nämlich so, dass der Podcast zum Koni gekommen ist und nicht andersrum. Aber, was schreibt da? Mama Murks ist auch da, Heimwerkerbienchen. Ja, also ich muss sagen, der Kanal wächst immer mehr an Frauenquote. Deswegen also ein Gruß an raus und Buskeln, alle Frauen. Ich habe fast 10% weibliche Zuschauer. Also das. Ja, genau. Das muss der Grund sein dafür. Das wird das neue Thumbnail. Kone in Unterhosen. Ich muss vielleicht sagen, es wird ganz schön kalt in die Haxen gerade. Da das Fenster noch aufmachen. Ja. Warum wohl? Weil halt Action ist, weil halt einfach mal du praktisch. Da muss ich auch noch was aufklären. Meine Herren, das gibt's nicht. So, das ist doch nicht normal. So, voilà. Yeah.
Wenn sich da drum bleibt, das gibt's gar nicht. Das ist echt so unglaublich. Also, wie blöd du echt bist, geht eigentlich auf keine Kurhaut. So, schau mal, dass wir mal wegen, aus der Sicht. Also, das ist schon. Ja, Leute, also ich stehe da in der. Ich muss sagen, krieg Gänsehaut langsam. Das heißt, dass echt kalt wird, Leute. Ich bin echt. Also, was das angeht, Haxen, wenn bei mir frieren, ist echt vorbei. Das ist bei mir. Da kannst du meine Frau fragen, da werde ich ungemütlich, werde ich da. So, jetzt schließen wir die drei. Schaut zusammen mit mir. Also, was Daniel Schneider hast, bestimmt auf der Couch neben Schwabenmurks, okay? Ah, okay, ja, genau. Was ist hier krass? Heimwerkerbierchen krass. Krimpen. Transgender zählen auch zu den Frauen. Herz halt aber jetzt wieder auf, Mensch. Mein Gott, ja, solange er jetzt nicht bei mir anruft. Um die Uhrzeit. Du musst mir helfen, Herr Max, weil ich brauche jetzt die Drahtkombinationen. Ja. Blau ist welcher Draht? Ich halte es mal wieder in die Kamera und du musst mir wieder sagen, welcher. Siehst du überhaupt was? Wo muss ich hinzoomen? Warte, ich kann einmal. Ich sehe doch gar nichts. Jetzt besser? So? Ja, warte. So war es vielleicht nicht schlecht. Siehst du die Farben? Oder vielleicht so. So sei es vielleicht Farben besser. Ich geh mal schon mal auf den Screenshot-Button. Warte, ich mach's mal scharf. Ich geh mal nah ran. Ja, hab's. So, und jetzt wär's. Das ist schwarz. Schwarz war blau. Jetzt brauche ich aber die zwei. Das ist genau die Komponenten, die wo ich nicht klarkomme. Also wir machen, das wäre 1, dann 2, 3. Von links nach rechts. 1, also bei dir ist es von rechts nach links. 1, 2, 3. 1 ist blau. 2 ist, ja, das, was da unten dran ist. Okay, also ich mache jetzt mal, pass auf, ich mache jetzt mal den blauen in die, pass auf, blau war Seite, so. Blau war Seite, dann nehmen wir hier auch blau Seite, damit ich dann das schon übertragen kann vom anderen. Mann, das ist echt schwierig hier. Ja, was schreibt er? Ja, ist gut, ja. Genau, also jetzt haben wir blau, blau ist schwarz, schwarz ist das. Jetzt muss ich das da noch reinbringen, reinfriemeln. Ja, sagst du ihm schöne Grüße. So, also dann haben wir das jetzt auch festgeschraubt. Also Max, ich nehme dich mal, jetzt brauche ich mal wieder euch, dich oder wen auch immer, der jetzt einfach mir aufpasst hat, was wir vorher getan haben. Wir haben hier einmal, so, das war unser Kabelverhau von vorher. Wir sind da, wir sind. Was? Ich bin doch so rumgestochen. Warum? Okay, also, wir sind vorher reingegangen. Hier. Schwarz auf blau. Dann das, was ich gesagt habe, ist rot auf. Und jetzt brauche ich diese Farbe, was das war. Vom Kabel. Also, gelb. Mann, das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht so scheiß schwer sein! In dem Moment schreibt der Anton, ich hab die nächste Top-Bestrafung. Ja, ihr habt jetzt noch Zeit. Pass auf, ihr habt jetzt noch Zeit. Ihr habt jetzt noch genau 11 Minuten und 10 Sekunden, um euch eine Bestrafung auszudenken. Dann kann die nächste nämlich aktiviert werden erst. Hey, ich komme gar nicht raus, da vergeht keine Minuten. Das ist. Das ist ein scheiß Wort, ist das, Mensch. Und ich darf nicht einmal fluchen. Oder zumindest nicht so wie O. Ja, du weißt es genau. Ah. Was? Icy lacht sich den Arsch ab gerade. Eieiei, ja?
Ja, hat K gesagt. Ich habe Stadinger gefragt, ob Boxershorts und Lederhosen-Design haben. Ja? Nein, Boxershorts und Lederhosen trinkt keiner. Nein! Ich ziehe vorher schon kurze Hose an. Mein Gott. Das, wenn es bringst, dass der da bei mir ankommt zum Livestream. Hey, ja, fertig gut. Also, weiter. Überlegt euch 10 Minuten jetzt zur Bestrafung und ich brauche dich jetzt bei den Kabeln mal kurz, damit es was weitergeht. Da. So. Blau auf schwarz. Blau auf schwarz. Dann haben wir. Das ist hier dieses Erdekabel hier. Erdekabel geht auf. Fick die Wand, Mann! Das gibt's doch nicht! Ja, macht 20 Minuten bei der nächsten draus. Mann! Ich hab echt keine Lust mehr jetzt dann. Das nervt mich jetzt schon wieder. Das ist das absolute Dreckswort. Das ist. Oh. 20. Ja, ich kann nicht mehr Flur. Ihr habt jetzt nur 10 Minuten Zeit für 20 Minuten Bestrafung. Das gibt's so nicht, Mensch. Jetzt hilf mir mit dem Mist da, weil sonst sage ich das Wort nur 10 Mal. Das machst du mit Fleiß, damit ich da nicht fertig werde. Was? Die Bestrafung, die nächste, führst du sofort aus. Sofort? Sofort. Keine 10 Minuten, sondern sofort. Ja? Was? Du schüttest beim Päckchen, machst es auf und schüttest es auf die Wirkung. Was? Was? Das hat aber nur einer geschrieben. Das ist scheißegal. Nein, die Mehrheit. Nein, Demokratie. Wenn es alle schreiben. Also definitiv. Das ist scheißegal, ich schreib's doch jetzt eh alle. Nein, Leute, ihr habt jetzt noch Zeit. Ihr habt noch Zeit, dass ihr euch jetzt eine Bestrafung ausdenkt. Und macht's das nicht, was er sagt. Macht's das nicht. Da ist bestimmt ein Scheißdreck drin. Ich schwör's euch. Hey. Haut's ab, ich sag's euch. Du bist das Allerletzte. Du bist echt das Allerletzte. Hilf mir jetzt mit dem Mist da, damit ich das wenigstens fertig bringe, bevor das da in einer Katastrophe endet. Wir brauchen das geht auf das Braune da rein. Päckchen, ich bin dafür. Da steht Stodelwassler drauf, da steht Dreckbaron drauf, nicht Konstantin, leid jetzt ab. Das ist Postgeheimnis, das darf ich nicht öffnen. Nein, das ist zu. Ach so. Er hat meins, das war extra mein Paket. Ach so, meins war extra. Ja. Die stecken ja unter einer Decke, die zwei. Das zählt nicht, das ist eine Person. Hä? Du bist echt der Ferkel, weißt du das? Du bist echt so ein richtig. Du bist so ein richtiges Fackel. Du bist ein richtiges Fackel, bist du, muss ich schon sagen. Also, darf ich diese Strafe jetzt noch hier fertig ausführen oder muss ich das jetzt gleich machen und. Ja, mach dein Ding fertig. Einmal heute Erfolgsgefühl habe, Erfolgserlebnis habe, dass ich. Das Erfolgsgefühl, das ist mit der nächsten Bestrafung schon wieder, wenn ich. Ich finde es gar nicht lustig, dass sie das so amüsieren. Das beängstigt mich noch viel mehr, der Gelang. Ja. Oh, nee. Jetzt sofort schreibt einer. Ich kann aber umschalten, damit ihr seht, was ich gerade wieder zusammenfummel da. Weil ich nämlich gerade schon wieder gemerkt habe, dass ich wieder schon wieder das Beste habe, weil nämlich das da schon wieder nicht zusammenpasst hat. Wie machst du eine Sprachnachricht? Hau jetzt ab, Mensch! Hau ab! Hau ja auf! Blöd Mann! Nein, ich sag's sie nicht. Lampe, Kabel, Rupzefix, oder Rupzefix, der Verletzer. Ihr verkackt bei Kabel immer. Und jetzt haben wir vorher schon gesagt, 10 Minuten Fenster auf.
ein blödes Gehetze, oder wenn es. So, jetzt bin ich gespannt. Was sagst du? Nein, ja. Hey, ohne Mist, das ist echt. Das ist eine. So, jetzt bin ich gespannt. Achtung, großer Moment. Wir bewegen den Schalter. Geht das Licht an? Da, 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 da. Hey. Hä? Warum hat das jetzt geblinkt? Aber warum hat das jetzt geblinkt? Ah, das war doch. Ich muss an. Genau, weil es war impulsgebend. Weil sonst reguliert das runter. Genau. Jetzt nimm ich das Backel. Also wir wissen, dass die Lampe jetzt funktioniert. Wir können das K, habe ich nur gesagt. Nicht, dass jetzt wieder einer kommt. So, also warte. Ich nehme die Kamera weg, weil die Kamera, vor der mir Angst ist als andere. Ich glaube, das war schon einmal da gestanden. Ja, ich glaube, einer hat es vorgeschlagen gehabt. Ist keiner darauf eingegangen. Bin ich auch froh irgendwie. Das wären so zwei. Ich bin gespannt, was du einpackst. Also, es geht um folgendes Produkt. Puh, das war jetzt knapp. Das war knapp. So. Und zwar dieses schöne Paket vom. Wo ist das Ticket da? Wo ist die Kamera da? Vom lieben Schwabenmurks. Und der Schwabenmurks hat das Paket dem Stodelbastler, dem Dreckbaron, euch geschickt und ich soll es jetzt öffnen. Ich bin schon dabei. Über der Ruhe, ja. Von oben. Warte, du kriegst Point of View. Heute mal nicht Porno, sondern heute, du sagst einmal, nur die Werkstatt. So. Also. Dann Messer. Ungelogen. Was? Ausschütten? Ausschütten. Nein. Aufmachen, hast du gesagt. Aufmachen. Hey. Der ist auf der Werkbank aus. Nein. So haben wir das in den Chat geschrieben. Nein, ich lese nach. Ich hab. Mach das Päckchen vom Baron auf und leer ist auf der Werkbank aus. Hat da gerade jemand mit dir geredet? Eine Frauenstimme? Mit mir? Nein. Ich dachte, wir haben eine Frauenstimme gehört. Die reden keine Frauen. Jetzt gleich raucht es. Doch, ihr habt es nicht ehrlich geschrieben. Nein, ihr habt nie geschrieben, ausschütteln. Pass auf. Also, das hast du nicht vorgesehen. Wieder Kabel. Durchschneiden. Da steht nichts von ausschütten. Warte mal, ich hau dann jetzt genau nochmal in den Chat rein. Das hat der Anton geschrieben. Da steht nichts von dir. Du bist keine Lederhose, du hast kein Mitspracherecht. Nicht ablenken. Schwabenmurks, Mitglied 1, ein Monat, macht das Päckchen vom Baron auf und leer es auf die Werkbank aus. Ey. Ihr seid echt so. Ey, vergiss es! Vergiss es! Nein! Vergiss es! Hey! Ihr seid solche Schweine. Einfach ausschütten. Frag ihn bitte. Also. Ja, einfach mal schön über die neue Lampe, also neue alte Lampe, richtig schön drüber schütten. Ernsthaft? Wollen das alle sehen jetzt echt? Ja, ich glaube, das wollen schon alle sehen. Was? Ausleeren! Das ist unglaublich, es ist so unglaublich. Du bist.
Ihr seid solche Schweine, es ist echt. Es war den ganzen Tag sauber. Was sind das hier für Fake-Arne-Dreiecke? Habt ihr Ton? Hört ihr mich? Das ist ganz, ja, du hörst dich. Die anderen haben nicht. Und jetzt? Das ist so wieder. Hör mich, schütt es aus. Das ist doch Pech. Das ist doch echt. Das ist doch. Kann das sein? Das ist ja jetzt echt hier Sense. Hört ihr mich? Weil da muss ich natürlich jetzt, kann ich das Mikro wegnehmen, weil das ist jetzt Ton weg. Ruckel, ruckel, ruckel. Jetzt, eben kommt's wieder, ja. Also, das ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Mir fehlt nämlich noch das Kabel für den Strom. Ach, fick dich! Ich war eine Minute! Es macht keinen Spaß. Es macht mit dir echt keinen Spaß, weißt du das? Du kannst doch kein Auge zudrücken oder so. Du musst echt alles sehen und kommentieren und. Oh. Erstes bringen wir mal Dreck in Werkstatt. Also, ja. Das Paket war nicht adressiert, also hast du nur den Dreck gebracht. So. Das war nicht meine Idee. Ja, ja. Das kann ja jeder danach sagen. Ich stecke jetzt bloß das mal hier ab. Das Wort, das ich nicht sagen darf, stecke ich jetzt ab hier. Schalte es mal aus. Ja, dabei kann die Frage mal jemand beantworten, wie es ausschaut, ob ich das jetzt hängen lassen, liegen lassen muss, ob ich da. Weil ich habe ja schon wieder eine Bestrafung kassiert. Ja, du tust jetzt mal die schönen Geodreiecke von unten und bitte wieder den Karton. Den würde ich am Montag gerne abholen. Okay. Du kannst auch gerne den Dreck wieder rein tun, weil ich kann nichts mit Dreck umgehen. Was für eine Freude! Was für eine Freude mir das bereiten wird, dass ich das wieder reintue. So, dann mal jetzt hier nur mit der Kamera dabei arbeiten. Was für eine Freude ist mir sein. Also wegen mir das Backe dreimal so groß machen, ist mir auch wurscht. Nö, hab ich gar nicht vor. Das hab ich gar nicht nötig. Ich muss nicht auf dein Niveau gucken. So, also. Ich mach kurz wieder. So. Ey, da ist noch was drin. Da ist etwas Dreck drin. Schau, du hast auch ein paar. Hey, warum schaut deins anders aus? Ausschaut. Warum hast du anders? Tja, weil mich der Anton mag. Hey, was ist. Hey! Hallo? Ich will die Kiste gleich fallen lassen. Was ist denn da los? Pass auf, muss ich mir den Halter holen. Was ist denn da? Hallo? Ja, mal das da rüberlegen. Was ist hier los? Anton, warum? Nur so eine Frage. Schaut Max seins so schön glänzend aus und meins nicht glänzend. Punkt 1. Das sind schon zwei verschiedene. Dem seins glänzt, meins glänzt nicht.
Zweitens, warum ist das so lang? Warum kriegt der Max so einen langen und ich krieg so einen kurzen? Willst du mir irgendwas mitteilen? Das ist was, verstehe ich gar nicht. Ach, warte mal. Ich habe ganz andere Größen als du. Schau doch mal an. Bei mir passt da was sicher. Ein Fünfer rein oder so, bei dir was ich was. Bloß ein Zehner. Hä? Max? Ja, ich möchte trotzdem gerne erklären, wo der Unterschied ist. So lange, bis ich es nicht erklärt habe, bleibt die Schablone bei mir. Zip. Ganz einfach. Ha? Hast du jetzt davon? Ja, Dreckbaron. Was? Das ist vom Stubenbastler direkt poliert worden. Naja. Mein Gott, die schöne. Schau raus, da zieht dich. So. Ja, also ganz. Ja, du, es gibt eine 3x3 Meter Werkstatt und was ich, 30 Quadratmeter Werkstatt, und es gibt so alles. Der macht halt jetzt den 1 Kubik, was ich. Ja, der 1 Kubik Bastler. Ja, was fragt er denn? Scheiße, ja, natürlich war es. Ich hab's nicht gewusst, wie sie ausgesprochen haben, Mann. Ich hab mir gedacht, vielleicht hat's keiner mitgekriegt. Kuni, Sascha, du hast Sascha G. noch. Was, Sascha G? So schön sauber war's. Schütt denn nur ein Coloepoxid hat's ein, dass es auch so stemmen muss, das Zeug. Ja, auch mit dem zerstörungsfreien Entfernen. Zerstörungsfrei nicht, aber ich kann es. So. So, jetzt kann ich wieder weitermachen, hoffe ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin gerade etwas angepisst. Das kriegt er zurück. Also, Anton, die Aktion war dreist. Die war echt dreist. Du kanntest den Inhalt. Oh. Ja, und dann sagst du mir nicht einmal, warum die Schablone anders ist. Oder hat er darauf geantwortet? Deine ist für den Schreiner, die ist dann nicht, die ist. Was? Deine ist für die Schreiner, die das nicht nötig haben. Ah, Max hat die Version für den Meistertübler. Ach so, ja, weil den Meistertübler brauche ich nicht. Genau, den nehme ich nicht her. Haha, deswegen. Das ist für die Pfeifen, die Meistertübler brauchen. Alles klar. Danke dir, Anton. Warte. Elsa, du spielst mit dem Feuer. Gut, dass ich keinen PU-Lein mehr habe. Den habe ich verbannt nach meinem Unfall. So, Leute, bevor jetzt hier es langweilig wird, ich möchte ja noch ein bisschen Lampe bauen. Wo ist die Lampe hin? Ja, ich werde ja Strafe ausdenken, deswegen, da ist die Lampe. Ich? Nee. Ja, da kann ich mich immer daran erinnern. Was habe ich da? Ja, was war? Was? War? Ach so, das?
Ja, dann hätte ich einfach wieder zusammen gemacht. Hä? Wenn ich das zusammenschneide, wenn ich es einfach abschneide jetzt, pass auf. Ich gehe jetzt her. Nee, aber jetzt, pass auf, wenn ich das jetzt einfach durchschneiden soll, nur durchschneiden, hat er gesagt. Nicht rausschneiden, durchschneiden. Schneide ich es durch und dann löte ich es oder krimpst es oder sonst was wieder zusammen. Weiß doch. Das ist doch kein Hexenwerk. Du hast doch wieder keine Ahnung, von was du laberst. Du hast wieder keine Ahnung, was ist das? Weißt du, dann hast du wieder von einer Mauer bis zu Tapeten gedacht oder so. Das ist der Grund. Ja. So. Jetzt, wichtige Frage. Wie gehen wir ran? Wie wollen wir hier jetzt gestalten? Also, das heißt, das Kabel verlegt sich jetzt da durch und wenn es dann. Mein Gott, schon. Fick dich echt, ey, ohne Scheiß. Ich muss jetzt ein anderes Wort einfallen lassen für dieses Unwort. Ja, dann denkt euch halt jetzt wieder eine 20-Minuten-Strafe aus, aber dann denkt euch eine aus, weil mir platzt es an der Kragen hier und dann fluch ich, wenn Kammer aus ist. Haben wir ja noch Zuschauer oder sind wir nur noch zu zweit hier? Mich fertig ist das. Die Uhr ist eigentlich. Die Uhr ist stehen. Was? Nein, das stimmt, ja. Oh Gott. Okay, wir machen eine halbe Stunde Strafe. Kannst du den Chat in Skype sehen? In Skype? Keine Ahnung, muss ich mal gucken, ob ich den sehen kann. So. Ja, ich sehe es und ja. Das jetzt als Strafe, oder was? Ja, dann machen wir 10 Minuten draus, für eine halbe Stunde. Hä? Check ich nicht. Ja, mach das und wir machen statt eine halbe Stunde 10 Minuten draus. Ja, ich habe aber gar nicht da, ich kann nicht mal zeigen, von was du redest. Du kannst ja gerne vorschlagen. Und wenn die Mehrheit dafür bestimmt, dann ist ja die Strafe schon bestimmt. Warte, ich muss erst wieder Werbung schreiben. Auf jeden Fall muss ich hier erst mal. Dieses schöne das Objekt, das mal leuchten soll, fertig machen. Hey, langsam wird's kalt in die Haxen, muss ich sagen. Kann ich da meine Hose wieder umziehen? Ja, das mach ich jetzt dann gleich. Ich will aber erst wissen, ist eigentlich meine Frage. Leute, wie machen wir hier jetzt das Innenleben? Also, wie wollen wir das gestalten, dass das hier ja angeleuchtet ist? Wir sagen ja jetzt, wenn wir sagen, okay, wir schalten es ein, das ist zwar hell, finde ich aber, ihr seht ja schon, das Licht voll über. So ist es zu dunkel. Jetzt habe ich mir schon überlegt, dass wir da wie so eine matte Scheibe davon machen. Haben wir da irgendwas da? Nehmt euch mal soweit mit. Hast du eine Makrolon? Ja, aber das ist so dick, das Makrolon. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Plexi, aber ich weiß es nicht, ob ich es gerade da habe. Mein Vorschlag an den Konstantin wäre, er verlost jetzt im Chat eine dieser wunderbaren Tassen. Dafür machen wir statt halbe Stunde plus 10 Minuten. Ja, in den 10 Minuten wird da die verlost. Also wenn jetzt die Zeit, ja, dass das verlost wird. Hallo? Jetzt geht's aber los. Nein. Wenn dann wieder statt die halbe Stunde mit 10 Minuten lang die Tasse verlost. So, halbe Stunde mit. Ah, okay. Ah.
Hey, ich hab echt Komplexiglas nix da. Das ist Makrolot ist doch scheißegal. Aber das ist ein großes Blatt, ich hab gerade ein Stück jetzt da, darum geht's. Ich wollte ja irgendwas hinhalten, um das jetzt zu sehen. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Haha, bloß um zu schauen, wie der Effekt ist. Wir nehmen von meinen Kränzen, das ist ja jetzt praktisch so ein mattiertes, dass man sagt, okay, wir machen dann einfach später. Was ist denn hier los? Einfach hier später so eine Scheibe hin. Dann ist es immer noch, ihr seht, ist es dann immer noch recht hell. Ich dimm mal schnell die Lampe. Zack. Da, ja, das war schon hell. Oh, okay, das war schon dunkel. Dass man sagt, okay, macht den Abstand und dann so. Ich schalte mal aus, damit ihr euch das vorstellen könnt. So, ihr habt ja jetzt. Zack. Das ist ja jetzt der Körper. Und wenn das dann leuchtet, dann davor praktisch mit dem Abstand vor den. Wie heißen die? SMDs, LEDs, keine Ahnung. Was? Du bist ein Depp, ganz ehrlich. Oh nein! Hab ich schon wieder gesagt, oder was? Ja. Es ist so ein Kacke. Es ist so. Oh mein! Ich mag nicht mehr. Es ist ja echt. Ja, denkt euch was aus. Und dann machen wir das noch, weil dann ist Schluss. Das ist dann heute Schluss mit Bestrafung dann. Auf jeden Fall ist, wie wollen wir das machen? Wollen wir eine Rückwandplatte machen oder wie wollen wir das machen? Das ist die Frage. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass wir das einfach da auf so eine runde Platte, das mittig drauf und dann später hier nochmal mit einem Abstand eben eine Milchglasplatte haben. Ich glaube, dass das richtig geil kommt. Mit ein bisschen Abstand nach hinten, dass hier, was ich, 3-4 cm sind. Ich glaube, dass das an der Leuchtkraft nicht so viel nimmt. Und zur Not schleife ich halt einfach den Ring danach ein bisschen nach, dann kommt er ein bisschen weiter rein wieder. Dann kann ich es variieren. Dann brauchen wir da einen Kreisschneider. Oh, einen Kreisschneider? Ja, ich habe einen. Weil mir der liebe Strudelwastel einen gegeben hat. Ich weiß nicht, wo ich hin noch. Da war er noch lieb. Da war er noch lieb. So, da ich das erste Mal in meinem Leben einen Kreisschneider benutze, dürft ihr mir jetzt live dabei sein, wie ich dieses Ding einspanne, weil ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Das wäre nicht meins. Nee, also ich wusste, ich brauche ihn dafür auch, aber dafür habe ich dich nicht angefragt. So, jetzt muss ich hier die Breite praktisch einstellen. Boah, hast du das angeknallt, du bist der Verrückte. Boah, du bist der Narrische. Kann das sein, das Rost mittlerweile. Schaut das so aus. Ja. Kannst du da mal eventuell mal komplett aufmachen? Was? Nö, nee, wieso sollte ich? Ist nicht meiner. Muss ich mir eine lange Hose anziehen dann noch? 15,5. Also, kann ich das hier einstellen? Der geht gar nicht so weit. Nee, ich brauche die Hälfte dann, oder? 15,5 ist ja praktisch durch. Nee, stimmt schon, 15,5. Und das ist ja. Ist das hier Durchmesser oder ist das Radius? Das ist Radius. Ja, 15,5, die Hälfte ist 7,5 oder so. Es mhm. Kann doch nicht stimmen, wenn ich das so einstelle. Was ist denn das für eine Einstellung da? Es geht los bei 40. 40, 60, 80. Ja, von der vorher Mitte wegmessen bis zur Anfang von der Scheibe. Wie es jeder normale macht. Was? Wieso macht man das so kompliziert, wenn da eine Anzeige drauf ist? Warum? Ich merke, dass es innen aufgehen wird, weil ich muss es schneiden innen mitnehmen. Nur 6,5. So, dann gebe ich dir einen Tipp. Ja? Du hast links und rechts an der Metalleinstellung hast du eine Schraube dort, die begrenzt. Ja?
schrauben und dann kannst du die Schneide umdrehen. Ah, das funktioniert? Ja. Die geht schon mal so leicht auf als das andere. Ah, sehr gut. Ja, jetzt können wir das aber gleich schon hier. Alles klar, dann muss ich das da drüben natürlich auch machen. Oh Gott, ey. Wo rohe Kräfte walten. So, Max, was macht der Chat eigentlich? Ich höre gar keine Stimme mehr aus dem Chat hier. Was ist da los? Die Leute schlafen alle, oder was? So, ich guck mal, was ihr so schreibt, weil der Schüttelbastler hat schon wieder Probleme. Kaum macht der Titten her, ist hier alles vorbei. Hast keine Kraft in den Fingerchen? Nein, der Zug ist ein Ochs. SMD, LEDs, achte darauf, dass die Kühlung der Platine gesichert ist. Oh, ist das echt zu entscheiden? Weil das ist nämlich auch hier so... Wird die so warm, oder was? Ja, Oberelektriker. Ich bin gerade tot. Wie? Dann mache ich dich zu. Tschüss. So, der Strudelwassel ist weg. Juhu. Juhu, wir haben ihn besiegt. Er ist weg. So, wir machen jetzt hier weiter. Weil sonst geht er hier noch Katastrophe. Wo habe ich jetzt den Bohrer hinter? Das ist echt ein guter Tipp gewesen hier mit dem nach außen, weil dann komme ich auch fast hin. Dann nehme ich nämlich einfach so, dann habe ich es Maximum 15,2. 15,5 wollte ich es haben. Passt. Dann nehmen wir es einfach aufs Maximum. Mensch, was ist denn halt los? Wo lege ich halt mein Werkzeug überall hin? Ist ja so, dass ihr das Werkzeug immer einfach irgendwo hinlegt? Das ist ja Katastrophe. Das mache ich ja gar nicht, wenn das Werkzeug einfach irgendwo rumliegt. Ah, das etwas kommt. Aha. Ja, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Hallo? Hallo? Nee. Ach, hey. So normal mit dem Strudelbastler. Leute, schreibt es mir mal noch. Ihr habt noch eine Bestrafung offen. Ihr dürft noch einmal eine Strafe, bevor heute Schluss ist. Ich finde schon lange kein Werkzeug mehr. Die kann heiß werden. Oh, die Platine kann heiß werden? Echt? Dennis, Dienst? Wie heiß ist heiß? Also 12 Volt? Ich weiß nicht, ich hätte halt jetzt einfach auf eine Multiplex drauf. Aber wenn ihr natürlich sagt, die kann heiß werden, dann... Ja, würde ich ja trotzdem auf Multiplex tun, aber eine gute Idee. Aha, kennt ihr das? Dichtband? Könnte man eigentlich das machen. Das rauf auf die Multiplex-Platte und dann die Platine drauf, dann hätten wir es auch. Weil das ist Live-Hang, das ist nämlich auch leitend. Und dann würde sich doch die Energie über die Platte verteilen. Bin gespannt. Bin gespannt, ob es jetzt klappt. Aber in schlechtem Ton und schlechtem Format. Cool. Warte, klicke ich auf. Okay, tschüss. Mei. Leute. So. Jetzt. Ah. Ja. Was du weißt, was los ist? Nein, ich weiß es nicht, was los ist. Okay. Warum ist jetzt dein Bild hier unten wieder so schlecht? Jetzt, passt. So, dann haben wir hier. Passt auch. Ich nehme dich auch wieder da unten mit hin. So. Ich habe die Leute gefragt, sie sollen schreiben, haben eine Bestrafung offen. Ein Arm auf den Rücken schreibt. Ich finde schon lange kein Werkzeug mehr. Markus, euer Konstantin. Am besten Alu, was?
eine Alu- oder Kupferplatte nehmen als Trägerplatte für die LED. Also ich muss sagen, weil es kam jetzt der Einwand, dass es heiß wird. Ich soll aufpassen, die SMDs können oder erhitzen sich, erwärmen sich wegen der Hitzeentfaltung, wegen der Kühlung. Jetzt die Frage. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist hier Alu. Reicht das nicht, die Aluplatte hier? Wenn ich die jetzt einfach auf Multiplex raufknall und dann habe ich gesagt, die da hier unten dann eben so dieses Alu-Dichtband noch auf die Multiplex-Platte drauf, sodass sich das über die Multiplex-Platte noch verteilt. Das war die Idee von mir. Ob das als Kühlung reicht. Ich muss sagen, ich lang gerade mal hier so eine Lampe an. Also das ist ja hier lang. Die ist echt warm. Also hätte ich nicht gedacht, die wird echt warm. Also davon bin ich jetzt echt nicht ausgegangen, dass die sich so krass wärmen würden. Die Frage ist, ich hätte noch unten auch noch eine Stahlplatte. Die könnte man natürlich dann auch noch nehmen, wirklich. So. Also du kannst die Leute anhexen, jetzt nochmal zur Bestrafung. Bevor ich jetzt hier das Bohren anfange. Bestrafung, also überlegt ihr euch was, das war schon gemeint genug. Hast du denn was mit der Lampe gesagt? Wann habe ich schon wieder Lampe gesagt? Ja. Wann? Ich fasse jetzt mal so eine Lampe an. Was? Ich fasse jetzt mal so eine. Ach so, ja, jetzt. Ja, natürlich. Oh. Ja, überlegt euch eine ordentliche Bestrafung. Dieses Wort ist für den nächsten Livestream verboten. Hiermit ausgesprochen. Ist ja unglaublich, ist ein beschissenes Wort. Wer war denn das? Das suche ich raus. Wer das Wort geschrieben hat, ganz ehrlich, der. Boah, passt das jetzt? Jetzt kommt mir gerade was anderes. Vielleicht passt das gar nicht in meine Bohrmaschine. Jetzt bin ich gespannt. Ja, geht schon. Ah, Grütze. Man muss sie da zusammenreißen, wenn man sie weh tut. Das gibt's doch nicht, echt. Ah. Ja, ich will da das Ding, warte. Ich kann ja mitnehmen. Ich versuche, den Bohrer in die Bohrerspindel reinzukriegen. Und irgendwie mag er nicht arretieren. Und ich weiß aber nicht warum. Er rutscht immer wieder raus. So, ich schraube zu. Das können wir machen, dass wir praktisch hinten mit dem Pfostenbohrer zwei, drei Löcher reinmachen. Ja. Ja. Dann kann man es ja schön einpressen dann ins Holz. Ist gar nicht verkehrt. Guter Tipp. Top, Mann. So, jetzt sperren. So, jetzt sollte es passen. So, welches Material nehmen wir jetzt Multiplex noch? Pack das, dein Bruder! Ja, mit dem, nein, ich sag's nicht. Also geht's, ja oder nein? Ja, das Ding packt mal. Ich hätte nämlich gerade, ich habe nämlich noch was anderes gerade gefunden. Ich habe noch so Material da. Das könnte ich machen. Das ist, glaube ich, noch geiler. Weil dann wird es nicht schwer. Ich habe hier nämlich Fliegersperrholz noch. Achso, ich sehe mich hier gar nicht. Ich habe nämlich noch Flugzeugsperrholz. Birke, es ist halt brutal hart. Das könnte man machen. Ich glaube, das kommt geiler. Jo, nur so Unterbau. Ich muss drunter legen. Dass ich hier nicht durchbohre. Oder durchbohren soll ich ja, aber. Ich sollte die Bohrmaschine, glaube ich, bis. Nicht durchbohren. Also du sollst mit Bohrer durchbohren, aber ja nicht mit Gleisschneider.
Warum? Weil du mit dem Kreisschneider von beiden Seiten schneidest. Wäre das schlimm, wenn ich durchkomme? Wäre ich schlimm, wenn ich durchkomme, oder was? Ja, ich verstehe, aber nein, aber ich weiß, was du meinst, aber wer, meine Frage ist, wäre es schlimm, wenn ich durchkomme? Du hast Ausrüstung ohne Ende. Ja, interessiert mich ja jetzt in dem Fall nicht. Du wirst es ja trotzdem schön haben, oder? Ach ja, okay, mein Gott. Schlimm. Schlimm mit dir! So, also. Aber Mann, ich muss mal gucken, wie hoch ich bauen muss, weil der Bohrer geht ja dann hier rein. Oh Mann, bis der zum Schneiden kommt, da bohre ich mir in die Tischplatte rein. Das wäre böses Omen. Das wäre böse. Das wäre echt böse. Böse Möse, böse Möse. So, brauche ich anderes Holz zum Unterbauen. Ich da noch. Ohne? Ja? Hast du Gänse auch noch nicht mal? Leicht. Blöder Hund. Ah, das ist zu wenig. Ja, der Bohrer kommt ja hoch. Ich muss aufbauen, weil sonst durch die dünne Platte geht ja der Hauptbohrer erstmal durch und bevor ich mir dann die Tischplatte reinbohre, unten, unterhalb der Bohrmaschine, ja, muss ich mir natürlich das etwas erhöhen. Ja, da das wäre auch cool, wenn du das mit dem Gleichstand ja nicht unbedingt in die Grundplatte reinbohrst. In welche Grundplatte? Ja, von deiner Bohrmaschine. Ich glaube, du hast sowas unterblickt. Was habe ich dir denn gerade erzählt? Achso, du siehst du nicht. Da, jetzt mache ich doch gerade hier Unterbau. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit. Ich muss das ja festspannen, oder? Wenn man sollte. Ja, das wird jetzt interessant. Man sollte die Maschine, glaube ich, festspannen in dem Fall. Eins. Wie bitte? Ich mag für Arbeitszeit. Ja. So, also. Bohrmaschine fest, schon mal gut. Dann fest so. Dann Anschlag raus. Da können wir jetzt einen tiefen Anschlag machen, dass ich da gar nicht so tief reinkomme. Weil du gesagt hast, man bohrt ja nicht durch. Nein. Wir werden jetzt bloß die eine Seite bloß ankratzen, dann hast du schon damit das Loch durchbohrt und dann kannst du ja umdrehen. Also so. Himmel, aber schon zwirn nochmal. Darf nicht immer fluchen, oder? Ich hätte es zu fix gesagt. Ja, du Blabel. Ich am liebsten auch. Welche Farbe hat das dann noch? Was? Ist noch fast. Wie, welche Farbe? Ja, wird es noch farbig? Aktuell nicht. Aktuell. Also ich hatte es geplant, meine Frau sagt, nein, lass das so. Zur Not habe ich gesagt, meine ist danach noch. Wollt ihr das so besser? Hä? Wollt ihr das doch so besser? Ja. Steht halt auf die alten Säcke, weißt du? Also Bestrafung ist wohl nichts mehr, oder? Weil du liest jetzt vor hier, ne? Ein Auge abkleben mit dem Dichtband, was? Alter, ihr seid jetzt völlig krank oder ihr habt eine völlige Meise. Ich wollte es nicht vorlesen, weil ich jetzt echt ein bisschen heavy, aber ich kann natürlich als Praktikum mal aussehen. Also das Band reicht nicht, sagt hier der Multitool. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir aber. Dann noch machen wir. Ich habe deine Tasse wieder hinbekommen. Das geht ja gar nicht. Was heißt das? Das geht gar nicht. Geht gar nicht.
Ja. Dann warst du das letzte Mal in meinem Stream. So, jetzt ist alles fest. Wieso ist denn festgespannt? Weil bin ich ein Honk. Schau bitte die Konstruktion. Ich film mich denn? Ihr seht ja gar nichts. Das sagst du nicht. Du bist ein schlechter Moderator. Du bist wieder nur Fotos aus. Guck, wie, schau, so habe ich festgespannt. Geil, oder? Das ist geil, oder? Das ist gut festgespannt, muss ich sagen. Das ist. Work like a pro. Ja, das ist. Respekt. Absoluten Respekt hast. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Es ist echt unglaublich. Aber wie meint es jetzt da fest, dass es da auch noch fest ist? Das, da kippt es mal. Oder? Da? Ja, da kippt es mal. Mamunkel. Aber ihr könnt es nicht schaffen, alles. Aha! Oho! Warum? Da? Da ist Platz! Da ist Platz, massiv Platz. So, das ist fest. So, die Maschine muss ich jetzt wieder festmachen, weil die ist nicht fest. Nee, das passt nicht drunter. Jetzt habe ich keine Flachzwinge mehr, glaube ich. Kannst du mal kommen? Ich bräuchte eine Flachzange. Was ist jetzt mit Strafe? Gibt es wirklich keine Strafe mehr? Ich habe damit kein Problem, den Stream ohne Strafe zu beenden. Die letzte Bestrafung ist somit dann nämlich vorbei. Letzte Bestrafung? Ja. Gegen verdreht ist es fest. Geht schon. Siehst du? Ich habe doch das Fenster noch mal der Runde. Das ist frische Luft in Corona-Zeiten. Wenn die Mehrheit es wünscht, tue ich es auch. Wichtig ist, du musst demokratisch hier handeln. Demokratisch. Hey, wir haben immer noch 23 Zuschauer. Das finde ich cool, weil dadurch, dass ja echt so Teststream ist und ich ja hier noch nichts auf die Reihe gekriegt habe. Ein Auge zugeben. Wer macht denn das? Wer schreibt denn ein Auge zugeben, wenn er eine Bohrmaschine hat? Wer ist denn so geistig beieinander? Dass ich, der laufende Quadratmeter. Naja, Kubikmeter. Wobei ich es eigentlich sagen muss, also ein Meter breit ist wäre schon krass. Also, wenn ich mir überlege, das ist ein Meter breit. Schau mal her, das ist einen Meter breit. Also, ich bin jetzt nicht der Schmälste und auch nicht der Wamperste, aber einen Meter ist schon. Das ist halt, also ich bin ja auch nicht der Schwachste, weißt du? Aber ein Meter, also ein Meter ist ein Meter. So, also, legen wir los. Ich nehme mich mit. Falls was passiert, bist du live dabei. So wie es gehört. EK40B im Einsatz. Mit wie vielen Umdrehungen jage ich das Ding da rein? Alles klar, habe ich. Oi. Warum zieht sich denn der so rein? Ach, der hat vorne eine Schraube. Ja. Alter, ich dachte mir gerade, was ist denn jetzt kaputt? Das Ding zieht ja die Platte immer hoch. Ja, mach mal langsam. Hab ich gemerkt. Geh mal auf, geh mal
Sind wir gleich, warte. 500! Ich hab echt Angst gehabt. Boah, Alter, das Ding zieht sich halt einfach selbst rein. Alter, das ist voll übel. Das Teil ist... Wie mit dem Gleisschneiderkurve. Na, was gibt's bei uns denn? Warum ist denn da... Warum, ich würde es ja verstehen, wenn da ganz normaler Bohrer drin ist. Aber warum mache ich da vorne wie bei einem Spiral, wie beim Schneckenbohrer? Wie ein Bau. Das lassen wir jetzt eingehen. Der soll es reinziehen. Aber da macht es doch gar keinen Sinn, dass ich, wenn ich das vorsichtig mache, zückt es mir das ja voll durch. Mir zückt es ja praktisch oben den Kopf da so voll einer. Also das ist ja... Ja, ich merke schon. Ich muss jetzt einfach drauf los. Ah, warte mal. Ich kann hier noch auf Stufe 1 machen, dann wird es noch langsamer. Was für ein Scheißteil, ganz ehrlich, da schneide ich lieber mit der Stichsäge. Das ist ja 10-mal besser. Was? Moment, was? Mit einem großen Kreisschneider. Ja, das macht man nicht sowas. Schon. Hä? Mal schon. Ja, also selbst auf der Baustelle habe ich das nie so gemacht, egal wenn ich Löcher gemacht habe, hast du ein Loch sägen sind. Das ist nicht so. Das ist ja. Dieser Höllenteil ist ja das, also ich weiß es nicht. Ja, danke, großer Gleisschneider und Akkuschrauber. For your information. Oh, was für ein Ja. Was für eine glückliche Fügung, schau, das ist ein Herz. Das zweifle ich gerade an. Das zweifle ich gerade wirklich an. So, jetzt. Ein Kopf ist einfach in Nähe vom Herz. Was? Ein Kopf ist einfach in Nähe vom Herz. Ja? Warum? Die, wenn das sieht, die sagt echt Lizenzrechte. So haben wir nicht gewettet. Natürlich, der lacht seinen Arsch ab, der will mich ja hier umbringen, mit einem Auge und alles. So. Das passt, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Also, sauber schneiden oder wirklich? So, haben wir schon das erste Loch auch, auch nicht schlecht, weil der Tipp war ja wirklich nicht schlecht vom Mäusegaukler, dass wir, wir gucken, so, ah, oh, der Akku runtergefallen, oh, da ist noch nichts fest. Ich ramme jetzt erst einmal schnell auf. So, dabei gibt es noch irgendwas im Chat, irgendwas Wichtiges, Interessantes. Neuigkeiten, bevor wir dann. Ah, ja. Der Anton schreibt, der Posen ist künstlerische Freiheit. Ob das Ihr Freund auch so sieht? Er wird es dann bestimmt nächstes Jahr im Mai mal erzählen. Nein, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. So. Möpserische Freiheit. So. So. Jetzt haben wir das auch. Hol mal die Schlampe, die Lampe. Was? Lampe? Ja, es ist eh schon weiß. Ich habe eh keine Bestrafung mehr gekriegt. Das kann ich ja, kann ich sauer lassen. Einmal ungeniert. Zum Ende hin habe ich euch angeboten. Keiner hat was gesagt. Ich bin schuldenfrei. Ich bin busefrei. Ja, busefrei. Busefrei. Du mit deinem Bild machst mich ganz kirre jetzt. Hä? Ja, tschüss. War schön mit dir. Lampe, geht's noch? Der Schwabenmucks findet es wohl nicht so toll. Bin ich keiner? Was bin ich keiner? Nein. Oder schmeiß den Studelwasser mal in eine andere Ecke. Okay. Guter Einwand, zack. Das machen wir. Doch, und es wird sie beschwert, dass du nicht genügend auf die Kommentare eingehst. Du liest viel zu wenig vor. So, jetzt gucken wir mal. Lies einfach. Ja, weil die Bestrafungen, es gibt keine Bestrafung, es ist nichts wirklich gekommen. Ja, ich hab's ja doch überlesen, dass einarmig oder einäugig. Ja, aber nicht beim Bohren, also das ist was, Sicherheit geht ja trotzdem irgendwo vor. Das ist was, kann ich nicht machen. Oh Mann, wieso ist das jetzt, warum ist das jetzt so klein? Weil du verschmissen hast. Ich bin auf Anschlag, mehr geht hier nicht, Pfeiferdeckel. Dann sag halt, dass mein großen Kreisschneider von außen 30 cm abschneiden. Das Höllending benutzen und dann fluchen darf ich nicht und... Ich muss jetzt tief durchschnaufen gerade. Ganz tief durchschnaufen. Nämlich so tief durchschnaufen, dass ich sage, das war's dann für heute jetzt. Ja, hilft mir nichts, ich kann's halt ausschneiden. Ich muss ja halt das. Wie soll denn das dann jetzt größer machen, wenn es nicht kann? Ich habe nichts da zum Schneiden. Der Stichsäge fang jetzt. Ja, wenn du dann das Dreckpaket abholst, bitte. Morgen würdest du kommen, aber das können wir auch gerne privat noch bequatschen. Ja, Nachmittag. Da bin ich zu Hause, ja. Anton schreibt, mit einem Auge wäre das nicht passiert. Konstantin, pack den Arm der Lampe in die Vorderzwinge, dann fliegt die nicht so rum. Oh, gute Idee. Nehme ich definitiv mit fürs nächste Mal. Denn...
heute Schluss. Ich packe jetzt hier zusammen, packe alle Teile wieder rein in die Kiste und dann war es das heute. Und das nächste Mal haben wir dann für die Kamera den zweiten Akku, beziehungsweise das Stecker-Ding, wo so ein langes Teil dran ist. Dem Wort, das ich heute verflucht habe. Das ist ja kein Bosch, das ist eine EK40B. So, Entschuldigung, ja. Also. Er kennt sich nicht aus, er kennt nicht mal die EK40B. Die ist auch in dem Livestream entstanden. Die haben wir live gebaut, die EK40B. So, ja, aber Leute, wir können gerne. Okay, ja, mach ich dann, definitiv. Auf jeden Fall muss ich sagen, seid ihr echt miese Kameraden. Also, ich muss sagen, das mit der Bestrafung finde ich echt interessant. Ich dachte mir erstmal, dass es später, dass es schlimmer sein wird, und ich bin mir sicher, das können wir noch ausbauen. Dass da. Ja, und auch, dass man sagen kann, okay, bei gewissen Arbeiten darfst du gewisse Sachen nicht verwenden, so wie ein Anton schreibt, dass man sagt, okay, Strafe und dann, was darfst du nicht verwenden, dass man zum Beispiel einen Würfel macht, ich muss auswürfeln, Arm, Beine, Augen, Mund, etc. Also, wobei ich Beine schon interessant finde, oder ein Bein, linkes Bein, rechtes Bein, für 10 Minuten und sowas, glaube ich, das ist recht witzig. Das können wir definitiv machen. Und da machen wir Gedanken bis zum nächsten Stream. Und der nächste Stream wird auch schon im Dezember sein, weil ich das ein bisschen pflegen möchte mit dem Setup, bevor dann der neue Rechner kommt und es dann alles ein bisschen flüssiger laufen sollte. Ich hoffe, dass es jetzt auch flüssiger war. Und ich irgendwann rausfinde, warum der Stodelbastler so leise war. Morgen zählst erstmal nach, wie oft du welches Wort gesagt hast. Eine Dose Stinkefisch sponsor ich. Also ich muss sagen, ich habe einen Syrström, aber den öffne ich nicht alleine. Ja, ja. Und ich hoffe, dass mal Corona bald wieder uns es zulassen würde. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, dann wird sowas wie Süßström. Das ist was, wo. Dann mache ich dann auch das Fenster auf. Ja. Aber den muss ich trotzdem noch behalten. Also den kriegst du auch trotzdem im Reino für alles Projekt. Ja, sehr gerne. Welche Ausladung hat denn der von der Stange? Weil nicht, dass ich dann an der Bohrmaschine anstehe. Warum? Geht der nur mit Akkuschrauber? Ja gut, aber meine Sperrplatte, das kriege ich hin mit dem Akkuschrauber. Ist wahrscheinlich auch angenehmer als mit der Standbohrmaschine jetzt hier. Hast du einen Akkuschrauber mit Zusatzgrill? Ja. Okay. Anders benutzt du den nicht. Ja, aber ja, wahnsinnig. Also, der Akkuschrauber bringt mir das Handwerk, ja. Aber generell, mal Frage, und brennt die Lampe oder leuchtet's? Keine Ahnung, die leuchtet eigentlich. Brennen, sagt man brennen? Aber Leute, ihr könnt mal schreiben, wie es euch gefallen hat, wie euch das Konzept des Mitmachens und Mitbestimmen und ob das was ist, wo ihr sagt, ja, das können wir in Zukunft gerne öfter machen. Fühlt mir interessant. Oder sagt dann, nee, voller Schwachsinn. Brauchst du nicht mehr machen. Ja, die Unterstützung meiner Frau ist schon immer, egal in welcher Lage, geil. Also, sonst wäre es ja nicht meine Frau. Ich erinnere mich wieder an das Telefongespräch von vorher. Ja, das Schöne ist, du hast es nur gehört. Ich habe es gesehen. Ja, ich habe es mir nicht vorgestellt. Du hast es vorgestellt? Nicht? Ja. Ich glaube, ich muss mal mit deiner Göttergattin reden. Kannst du.
du ja, was du dir nachts vorstellst. So, Leute, wenn ihr keine Fragen mehr habt und den Max nicht mehr irgendwie noch zusätzlich hier einsparen wollt, der will ich auch noch sehen, dann mache ich schön langsam Schluss und bedanke mich schon mal. Ja, ja. Darfst du, ich erzähle ja noch weiter, ich sag, hau den aus, das sagen wir ja gleich, kannst du gleich nochmal nicht ansprechen. Das Video oder die Videoserie geht auch nächste Woche in die Produktion und dann kriegt ihr mal einen ultimativen, mega fetten Test, der mich ja Schweinekohle gekostet hat. Aber ja, ehrlicher geht's nicht, weil eben keine einzige Firma daran beteiligt ist. Nur die Firma euer Konstantin. Aber wie gesagt, dazu war noch mehr. Jetzt seht ihr hier, hier. Die Schalen, die der Schuckelbastler hat, sind Handyschalen. Also wer hier nicht sein Handy so zeigen möchte, so, sondern lieber Holz hinten drauf haben möchte, der kann mit Epoxid und Holz sich so eine Schale beim Stodelbastler bestellen. Was habe ich denn hier als für Nachrichten? Ich bin dran, dass ich verschiedenste Handymodelle hier kühlen und etc. hole. Es gibt verschiedene Hölzer, verschiedene Farben. Die nächste Lieferung sollte am Dienstag, Mittwoch kommen. Also unglaublich. Raus, Projekt kommt von mir ein. Was? Raus? Wir kotzen uns die Seele raus. Also, bei dem Stinkefeld fallen die Viren tot zu tun. Die kotzen die Seele raus. Brennt die Lampe. Dann, Projekt hat vorher Licht von sich gegeben. Lässt die Lederhose für sich noch an? Lässt du die Lederhose für sie noch an? Für meine Frau? Bist du mir die Wahnsinn? Natürlich sieht die Lederhose aus. Die will mich, wenn dann, in der Hose drunter sehen. So, danke für den netten Abend. Hat Rückenabgang gewünscht. Und dann erstmal, Markus, gute Besserung, wenn du Rücken hast. Weil krank ist natürlich immer schlecht. Genau, Race Project muss ich definitiv melden bei mir, weil du hast irgendwas gewonnen. Ich wüsste schon, was hat er gewonnen? Ganz am Anfang. Ach, genau, ein Bavarian, stell dich ein. Ein Bavarian, stell dich ein. Also Race Project, du hast ja, du kriegst einen von meinen Bavarian, stell dich ein. Wer eins haben will, der kann natürlich beim Schwabenmurks alias Anton oder Anton alias Schwabenmurks, so besser gesagt, auch gerne eins erwerben. Super geiles Zeug habt ihr alle. Also ihr habt echt immer geile Sachen, alle miteinander. Ja, plus ich, auch andere. Ja, ansonsten war lustig, ich fand es jetzt echt amüsant, es waren jetzt brutal schnell 3,5 Stunden. Puh. Das ist was, können wir sich definitiv angewöhnen, auch mit den Spielregeln. Und ich glaube, diese Idee mit den Würfeln, Arm, Bein, dass man sich sagt, ein Gliedmaße weg, ja, bekommt ein komplett, stell dich ein. Race Project bekommt ein komplett, also Race Project, melde dich am besten bitte selbst beim Schwabenmurks, der hat anscheinend ein eigenes. Alles klar, also bitte zum Schwabenmurks Kontakt aufnehmen. Der schickt dir dann eins. Und Anton, du schickst mir halt dann eine Rechnung oder sagst, dass du dafür bekommst. Ja, zum Ende kommt der Schneider wieder. Wo? Ich sehe ihn noch nicht. Ah, da gibt es jetzt mal wieder öfters einen Stream. Ja, habe ich vor. Also ich habe schon vor mindestens einmal im Monat einen Stream. Wenn es geht, wenn es für mich möglich ist, sogar zweimal. Einmal am Anfang, einmal am Ende des Monats. Aber so wie heute, recht spontan. Ich möchte halt schon immer, so wie Max, jemanden dabei haben. Bevorzugt natürlich gern mal jemand auch von den Spätzl, also von den Lederhosen-Spätzl, wo es jetzt immer so die Lederhosen sieht. Das sind die Kanalmitglieder. Da kann sich gerne auch davon jemand mal bewerben, dass er mal als Moderator, so wie der Max, dabei ist. Da habe ich gar kein Problem damit. Aber man braucht einfach hier jemanden dabei, der dir die Kommentare vorliest, der dir sagt, was ist mit der Community, weil sonst bist du hier am Basteln und kriegst nicht mit, was um dich rum geschieht, und das will ich nicht. Ich will mit euch zusammen was machen. Und das ist der Gedanke. Man muss genauso sauber sein wie ich. Elsa, ich schreibe dir gleich die Worte und dann gehen wir das aus. Hast du auch einen Hole Expander? Oh ja. Race? Jetzt wird's krass. Ich warte ja immer noch auf meinen Kalender. Ja, Heimwerkerbienchen, da hatten wir leider Probleme, und auch dieses Jahr wird es definitiv keinen Kalender geben für nächstes Jahr.
da es da andere Probleme gibt, nämlich mit solchen Kalendern, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich da gar nicht mehr angefragt. Die Anfrage letztes Jahr war gut, hat nicht so fertiggestellt gekriegt. Ich glaube, 2 Monate haben gefehlt von den Leuten, aber es haben sich dann im Nachhinein andere Probleme herauskristallisiert, wo ich froh bin, dass ich ihn nicht rausgebracht habe. Aber nicht dazu jetzt, sondern ich bedanke mich. Ich warte auf die Verlosung vom Fanpaket. Ja, Daniel, ich sag dir im Livestream, oder du meinst von diesem Fanpaket? Von der Blackbox? Weil jetzt schau doch mal ins Video von Blackbox. Da kann man hier fette Preise gewinnen. Da geht nochmal fetter Gruß raus an Schleife, da mein Partner. Mega klasse, ihr habt da ordentlich was reingehauen. Und natürlich das Fanpaket auch noch von Stabiler, PNZ. Und dann haben wir noch Ultra Grime und Baudix, genau. Die auch nochmal ein fettes Paket zusammengeschnürt haben für euch auf Instagram. Könnt ihr gucken, da gibt es noch was zu gewinnen. Bis zum, ich muss lügen, 30.11. Könnt ihr teilnehmen. Am 1. Dezember gehe ich es bekannt. Ich mache aber definitiv nochmal im Dezember einen Livestream. Und entweder ziehen wir da gemeinsam den Gewinner oder ich mache es vorher. Das entscheide ich noch. Alles klar. Ansonsten habt ihr noch welche Fragen, weil dann mache ich nämlich hier den Habedere, wenn wirklich. Schauen wir mal, was ihr nur schreibt. Ja, dabei sage ich ja, danke. Merci, Conny, dass ich wieder dabei sein habe dürfen und ich ein bisschen, ja, Quellen. Quellen und Foltern nennt man das. Du hast mich. Ja, ich bringe dann am Montag nochmal richtig schön ja. Was mit für dich. Soll ich was mitbringen, was auch in den Paketen ist, dass du da auch gleich. Ja, definitiv. Sonst habe ich Probleme. Sehr gut. Wie gesagt, wer so eine geile Handyhülle hier haben will, es gibt verschiedene Farben, verschiedene Hölzer, verschiedene Modelle. Ja. Schreibt es mir per Instagram, WhatsApp, sonst was. Ich bin so doof, um spiegelverkehrt dahin zu sollten. Was ist denn das für ein Scheiß? Also das muss ja doppelt, ist ja. Ah, das ist ja kacke. Auf jeden Fall. Ja, der Sticker ist schon aufgeklebt, Multitool. Davon war ich noch ein Foto, dafür gibt es nämlich morgen noch ein Posting dann davon, weil das Ding ist einfach mega geil. Ja, ich bedanke mich bei dir, Max. Wie immer, war ein mega lustiger Abend und super geiler Kommentator, bis auf das, dass du mal abgehabt bist, mal mit deiner Frau gerade spielst, mir eine hunderte von Strafen aufgelegt hast und mich frieren hast lassen, war es wirklich ein lustiger Abend. Ja, Leute, wenn ihr auch so lustige Lederhosen haben wollt, wie der Schwabenmurks, der ist schon eine blaue Lederhosen, also das heißt, der ist schon ein paar Monate dabei. Ich glaube, blau ist ein Monat dabei, also ein paar, aber ist trotzdem. Damit unterstützt ihr mich, unterstützt den Kanal, unterstützt hier diese ganze Show, unterstützt zum Beispiel solche fetten Projekte. Also wenn das Video kommt, werdet ihr verstehen, was es bedeutet, mal wirklich, ich kann euch mal sagen, 1.500 € in die Hand zu nehmen für ein Video. Viel Spaß. Mehr möchte ich jetzt gerade sagen. Kanalmitglied werden oder nicht. Daumen nach oben geben, Daumen nach unten geben, kommentieren, wie auch immer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Max, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Merci. Und euch allen auch und sagt Merci euch allen und sagt Servus, euer Konstantin. Ja.